Willkommen 2021. Live aus Berlin. Mit Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Guten Abend, Andrea. Guten Abend Ihnen zu Hause. Und was für ein Applaus, den ich da im Hintergrund höre. Ja, wie das funktioniert, das werden wir Ihnen im Laufe dieser Sendung auch noch erklären. Eine außergewöhnliche Sendung am Ende eines wirklich besonderen Jahres. Wir melden uns live aus Berlin, am Fuße des Brandenburger Tors, das Sie heute Abend außergewöhnlich illuminiert sehen werden, so wie Sie das Brandenburger Tor nie zuvor gesehen haben. Wir sagen willkommen 2021 und im Untertitel denken wir wohl alle mit Tschüss 2020 und mit Bedacht sagen wir nicht auf Wiedersehen. Au revoir sozusagen. Ja, Sie dürfen auf gar keinen Fall traurig sein, weil Sie zu Hause feiern. Das ist alles gut so, das macht alles Sinn. Wir sind für Sie da und Sie sind sozusagen in unserem Herzen, in Johannes' Herz, in meinem Herz, in den Herzen des gesamten Teams. Wir führen eine Fernbeziehung so ein bisschen und ja, freuen uns über ein Brandenburger Tor. Guck mal, das Brandenburger Tor hat schon fast 2021. Wir haben schon fast überstanden. Und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei Künstlerinnen und Künstlern, bei Sängerinnen und Sängern, Tänzerinnen und Tänzern für die Unterstützung, die Ja gesagt haben heute Abend, um diesen letzten Abend dieses, sagen wir, merkwürdigen Jahres. Und die sind alle live hier. Ja, wir reichen die Hand durchs Fernsehen durch. Genau. Wir wollen eine Tradition pflegen. Genau. Wir wollen einfach für Sie da sein am Ende eines Jahres, an dem viele ein bisschen einsamer sind möglicherweise als üblicherweise am Silvestertag. Und wir werden später auch ein Feuerwerk haben. Fast feinstaubfrei, also auch außergewöhnlich, sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Wir schalten zu Stars nach Hause, zu Thomas Gottschalk nach Baden-Baden, zu Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg nach Monaco, zu Mel C nach London, zu Boris Herrmann, unserem Helden, ein Einhandsegler, der irgendwo auf den Weltmeeren unterwegs ist, gerade in der Nähe von Kap Horn, und zu mittlerweile fünffach Papa, fast noch in den Kreis, zu Oliver Pocher. Fünffach. Ja. Gut, normalerweise ist es ja so, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, da sind Sie bei uns, ja? Heute drehen wir den Spieß einfach mal um. Heute sind wir bei Ihnen, Deutschland privat. Wir wollen mal schauen, wie Sie so diesen letzten Abend verbringen. Sie können mitmachen und wie das Ganze funktioniert, erfahren Sie viel mehr noch dazu unter willkommen2021.zdf.de. Und jetzt legen wir los mit Musik. Wenn wir, glaube ich, etwas mitnehmen aus diesem Jahr, dann zusammen ist man weniger allein. Möge es wieder ein Zusammen geben. Wir sind alle unter einer Sonne jetzt gleich. 2015, da schoss Ihnen dieser Titel in die Weltspitze, erst recht nachdem Superstar Jennifer Lopez gesagt hat, ich sing mit dir. Es gibt zwei Kinder, viel, viel mehr natürlich, viele Fans, aber es gibt zwei Kinder, die ich namentlich kenne, die nur seinetwegen eingeschaltet haben. Ein bisschen auch deinetwegen. Für jeden gibt es einen Grund. Nämlich Sydney und ihr kleiner Bruder Nick. Na bitte. Für die beiden ist das jetzt der Mann, den wir so ganz, ganz toll finden. Er eröffnet die die Show, kann man sagen, hier bei uns am Brandenburger Tor. Alvaro Soler. ¿Estáis listos? Te digo claro, claro, no es nada raro, raro. Así se puede amor. Un mundo enano, enano. Estamos mano a mano. Solo hace falta el amor. Se puede amor. Uno, dos. Yo quiero que este sea el mundo que conteste. Del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos. Bajo el mismo sol. Saca lo malo, malo, no digas paro, paro. Vale la pena, mi amor, no hay fronteras, verás. Será lo que tú quieras, amor.
Berlin. Uno. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se. Quiero que el mundo se una a mi amor. Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se. Quiero que el mundo se una a mi amor. Se una a mi amor. Vamos. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. ¿Qué pasa, Berlín? Y bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol, bajo el mismo sol. Vielen Dank. Buenas noches. Unfassbar. Es ist unfassbar, hier zu sein heute bei euch am Brandenburger Tor. Es ist unser erstes Konzert und auch unser letztes dieses Jahres. Deswegen sind wir sehr happy, dass wir dabei sind. Vielen Dank. Viel Spaß heute Abend. Der nächste Song ist La Libertad. Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar. Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad. Las cuatro paredes cayeron ya. Ay, 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 recuerdo el momento. Nos fuimos a buscar un mundo más allá. Ay, 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 correr con el viento rumbo a la libertad. Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, ni íbamos a parar. Una locura, íbamos a volar. Ay, 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 ay. Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá. La libertad, la libertad. Opa allá. El cielo, ábrelo ya, que ahora sabemos cómo ir a volar. Yo nunca olvidé lo que fui, siempre será parte de mí. El cielo, aleluya. Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá. Ay, 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 correr con el viento rumbo a la libertad. Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, no íbamos a parar. Fue una locura, íbamos a volar. Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá, la libertad. Vamos a ir zusammen von zu Hause. Und alle. Oh, eh, oh. Kann ich euch alle hören? Come on, wo auch immer ihr seid, alle zusammen. Oh, eh, oh, la generación del viento, esto acaba de empezar. Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más.
locura, una locura, no íbamos a parar. Si fue una locura, íbamos a volar. Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá, la libertad. Dankeschön, buenas noches. Álvaro Soler. Richtig gute. Vielen Dank. Richtig gute Laune Musik, La Libertad, die Freiheit. Alvaro, später nochmal. Ja, noch Küsse, ne? Also ja, aus der Luft. Und hast gesehen, alle haben mitgetanzt, alle beide. Ja, alle beide und zu Hause auch. Ich habe gesehen, von das wollte ich gerade sagen, von zu Hause, das ist am wichtigsten, glaube ich. Ja. Ich, ja. Ich bin echt happy, ja, dass wir hier alle zusammen sein dürfen. Du bringst die Sonne zu den Zuschauern nach Hause, du bist die Sonne. Vielen Dank. Oh, Kiwi, come on jetzt. Hey. Vorsicht, später läuft gibt's Küsse. Bei dir. Okay. Vielen Dank. Und läuft danke bei zu Hause. Alvaro, und läuft bei uns, weil wir Applaus haben, ja, der allerdings ein bisschen getrickt ist. Reden, ja, reden wir gleich drüber oder soll ich schon mal? Ja, bitte, probier doch mal. Wollen wir schon mal? Also, es ist, lass es mich, wir sagen es jetzt genau einmal und dann ist auch gut. Sonst sind hier knapp eine Million Menschen. Wir haben sie nicht nachgezählt, aber man sagt immer viele Hunderttausend. Es war sehr voll in den letzten ganz genau, Jahren. Das kann man wohl sagen. Heute sind wir zu zweit. Heute ist Paartanzen angesagt, aber wir haben Applaus. Ja. Ja, wir haben nämlich den menschgewordenen Applaus bei uns und wir haben sogar unsere eigene Diskothek in Form eines DJs und wir begrüßen sehr, sehr herzlich Christian Oberfuchshuber und unseren Hallo. DJ Flo Weiß. Christian, mach dir selbst mal einen Applaus jetzt, komm. Ja, ich drück mal einen ab, einen ganz großen. So klingt das dann, wenn ich hier superklasse auf mein Klavier drücke. Ja. Jawohl. Christian, und jetzt pass auf, wir stellen uns vor, Johannes macht einen Witz und die Leute, wie würden die dann reagieren? Wenn Johannes einen Witz macht, ja? Moment. Ja, ich merke schon. Okay, vielen Dank. Ja. Und jetzt mal den Applaus, den wir den Zuschauern spenden, die zu Hause sind und zugucken. Das wie würde das klingen? Das wäre ganz groß und zwar ja, der, ja, hier, Achtung. Volles Fußballstadion. Ist ja schon, echt ein bisschen Stadion. Schön, euch dabei zu haben und schön, dass ihr mit ein bisschen Stimmung macht. Das, was hier normalerweise viele hunderttausend Menschen am Brandenburger Tor zelebrieren, ja, das macht ihr für uns und für sie. Und wir wollen ja mit ihnen gemeinsam Party haben, Party feiern. Und deshalb, Andrea hat es eingangs der Sendung gesagt, bitten wir Sie herzlich, loggen Sie sich ein bei willkommen2021.zdf.de, einmal angemeldet und dann schalten wir, wenn Sie möchten, zu Ihnen nach Hause und Sie tanzen mit uns ins neue Jahr. Wäre das was? Ich bin dafür. Ja, okay. Lass also, uns noch einen Satz, bevor du gleich Thomas begrüßt. Hast du den Anzug von Flo Weiß gesehen? Habe ich gesehen und habe mich, wow. Wow, das ist, beschreibt es vielleicht am besten. Das ist ein Statement. Wer es tragen kann. Diese Farbe bedeutet Hau ab 2020. Very welcome 2021. Flo, du kannst alles tragen. Du weißt, das ist der Kommunionsanzug vom Johannes, ne? Da passe ich jetzt okay, gerade so rein. Schön, dass wir darüber sprechen konnten, Florian. Und vielleicht nochmal der Hinweis, die Künstlerinnen und Künstler von Festival of Lights illuminieren das Brandenburger Tor während der gesamten Sendung zu den Musiken und auch wenn wir hier ein bisschen reden und unsere Gespräche führen, so wie sie das Wahrzeichen der deutschen Hauptstadt und der deutschen Einheit nie zuvor gesehen haben. Auch das ist besonders im Jahr, guck mal, Dschungeloptik jetzt hier. Mit Giraffe. Und du entschuldigst mich kurz, ich husch mal kurz rüber nach Baden-Baden, denn da, glaube ich, treffen wir Thomas Gottschalk an. Guten Abend, Thomas. Ja? Mensch, du hast dich ja schick gemacht. Johannes, du weißt, also wenn du im Fernsehen bist und inzwischen selbst der Kollege Urlaub, muss ich natürlich ein bisschen was liefern. Du weißt, ich bin kein Mensch, der das Fernsehen gerne ins Wohnzimmer lässt, aber das ist eine so spezielle Situation. Und ich finde, wir vom Fernsehen sind den Leuten jetzt etwas schuldig. Sie haben uns durch viele Jahre begleitet, wenn wir performt haben, obwohl sie hätten in die Kneipe gehen können und obwohl sie hätten tanzen gehen können und alle möglichen Chancen gehabt hätten, uns zu entgehen. Aber sie haben uns zu Hause zugeschaut und jetzt, wo sie nicht weg können, jetzt finde ich, müssen wir für sie da sein. Und deswegen habe ich gesagt, wenn du zu mir ins Wohnzimmer schaltest, dann bin ich für dich da. Herzlich willkommen bei mir zu Hause, Johannes. Froh sind sicherlich auch unsere Zuschauer, dass sie diesen kleinen Moment mit dir gemeinsam genießen können. Gibt es im Hause Gottschalk, gibt es bei euch sowas wie eine Silvester-Tradition? Lass es Bleigießen sein oder Wachsgießen, wie manche neuerdings machen? Nee, eigentlich nicht. Also ich bin niemand, der da so irgendwelche
irgendwelche Formate da abfeiert. Also ich feiere die Feste, die sie fallen, und sie sehen ja jedes Jahr anders aus. Und in diesem Jahr sehen sie ganz anders aus. Und ich feiere zum ersten Mal so, das hätte ich mir nie vorstellen können, wie es politisch korrekt ist, nämlich im ganz kleinen Kreise. Ich habe eine schöne Mutter und eine schöne Tochter hier zu Hause, und das muss reichen. Mehr gibt's nicht. Also im Vertrauten. Dreier sind wir unterwegs. Okay, also das ist, da behält man den Überblick, das ist in Ordnung, das soll so sein. Und das ist ja auch die Ansage für dieses Jahr. Was ziehst du für ein ganz persönliches Fazit nach diesem, na sagen wir vorsichtig, besonderen Jahr 2020? Naja, also ich muss sagen, wir sind ja noch gut weggekommen. Ich bin niemand, der in der Gastronomie tätig ist. Wir haben auch ein bisschen eine Schwarte uns ansparen können, von der wir jetzt leben. Also es ist, glaube ich, wenn unser einer klagen würde, wäre das unfair, weil es in diesem Lande viele Menschen gibt, die wirklich Anlass haben zu klagen und für die das ein ganz schweres Jahr war. Für mich war es insofern schwierig, als ich ja ähnlich wie du ein Mensch bin, der im Fernsehen gewohnt ist, auf seine Zuschauer zuzugehen. Und dieses bewusste, sich im Grunde distanzieren zu müssen, das ist nichts, was mir leicht fällt. Und ich möchte heute ganz besonders mein Glas erheben. Der Champagner kommt dann Mitternacht erst. Für diejenigen, die uns heute zuschauen und die alleine sind, die ganz alleine zu Hause sitzen. Diese Zuschauer gibt es immer. Und für die sollten wir viel bewusster da sein, die uns ein bisschen brauchen, die krank sind, die alt sind, die alleine sind, die sonst keine Zerstreuung haben. Die jungen Leute, die sind im Grunde immer auf Party. Aber Menschen meiner Generation wissen es zu schätzen, wenn jemand an sie denkt, und ich denke heute an euch. Ja, Thomas, kurzer Ausblick auf 2021, der ja auch eine große Vorschau auf eine große Wetten-Das-Party sein wird. Denn du kommst mit Wetten-Das im ZDF zurück. Wie weit seid ihr? Wie groß ist die Vorfreude bei dir selbst? Ich hoffe, wir hatten ja 2020 geplant. Aber ich glaube, Wetten-Das muss ja eine Nostalgie-Party werden. Man muss sich an die schöne, gute alte Zeit erinnern, wo noch die Spice Girls zusammen mit Placido Domingo und Habe Kerkeling auf einer Bank saßen. Und das kann man nicht machen, wenn die Menschen mit Mundschutz unterwegs sind. Ich kann mir auch keine Baggerwette vorstellen, wo der Baggerfahrer einen Mundschutz hat. Insofern hoffe ich, dass wir 2021 das feiern können, was wir uns 2020 nicht feiern durften. Thomas, wir danken dir sehr herzlich. Grüße an dich auf ein gutes 2021, ein gesundes zumal. Und Grüße auch an die Menschen, die dir lieb sind und die um dich herum sind. Auf bald. Johannes, Thomas Gott. Wünsche ich dir auch. Bis bald. Tschüss, mach's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss und weiter geht's mit Andrea. Ja, einen guten Rutsch an Thomas und Johannes. 22 Uhr und 2 Minuten, 3 Minuten. 1:57 noch dann, ne? Tschüss. Dann geht's los. Gut, wir begrüßen jetzt einen echten Weltstar am Brandenburger Tor. Die Sendung ist live. Willkommen 2021 im ZDF. Ihr Erfolgsrezept, ganz viel Gefühl auf der Bühne und das Leben so ein bisschen mit einem Augenzwinkern nehmen. Ich verehre Sie sehr. Ich mache daraus kein Geheimnis. Sie weiß das. Sie ist die Königin des Chansons. Über 1000 Lieder im Repertoire, darunter viele, viele, viele Welthits, die wir alle mitsingen können. Und ich finde, für das neue Jahr dann 2021, endlich, kann es gar keine bessere Hymne geben als Ich liebe das Leben. Wir lieben dich. Hier ist Vicky Leandros. Wartet schon im Flur, du lässt mich allein. Wir sehen uns an und fühlen nur, es muss wohl so sein. Noch stehst du zögernd in der Tür und fragst, was wird aus dir? Sicherlich.
wir lieben dich. Vicky, komm zu uns. Dankeschön, Vicky Leandros. Ich liebe das Leben. Und während Vicky zu uns kommt, schauen wie es bei unseren Zuschauern zu Hause aussieht. Jetzt haben wir einen ersten Versuch unter willkommen2021.zdf.de. Kann man sich einloggen und haben einen ersten Blick in die deutschen Wohnzimmer. Wir können euch noch nicht hören, aber wenn ihr uns hört, könnt ihr die Hände mal alle hochmachen, dass man schon mal sieht, dass die Leitung einigermaßen steht. Guck mal, was da los ist. Läuft in Deutschland. Und alles Corona-konform. Da, wo es mehr als 5 sind, sind Kinder unter 14 dabei. Super, dass ihr alle mitmacht. Was für eine gute Idee und was für ein schönes Bild. Ach, und natürlich werden wir nachher mit euch sprechen. Ich habe schon geguckt, wo wir hinschalten. Das machen wir gleich. Andrea. Willst du noch mal sagen, wie man sich bewerben kann? Hab's eben gesagt, willkommen2021.zdf.de. Einmal anmelden und dann dabei sein. Oder unter dem Hashtag willkommen2021 einfach Fotos hochladen. Auch gerne. Vicky, Entschuldigung, wie schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich so sehr, euch zu sehen. Was für ein schönes Statement, dass du live in Berlin bist. Ja, das ist wunderbar. Und wir hoffen ja alle auf ein sehr positives 2021. Wird es. Ja, und das wird es. Ganz langsam. Aber es wird. Wird es. Es wird. Wir sind so stark alle zusammen und also, ja. Ja, und ich finde es schön, dass man trotzdem so einen Abend gestaltet, auch für die Menschen einfach zu Hause. Ob sie allein sind oder auch in der Familie. Viel können wir ja nicht tun oder feiern schon mal gar nicht. Ja. Also ist es, glaube ich, wunderbar, dass man so eine Sendung machen kann. Und für uns sowieso, weil wir dürfen ja keine Konzerte geben. Absolut. Es die ganze Zeit, das ganze Jahr wurde gesagt, die Künstler brauchen eine Bühne. Hier ist sie jetzt. Ja, sie ist wunderbar. Die Beste. Vicky, es gab ja Silvester vor diesem Jahr, ich sag das Wort nicht, vor diesem Jahr gab es auch schon Silvester. Seid ihr ein gutes Team, Silvester und du? Ja, das geht. Also ich feiere ja schon gerne. Ja? Ja, insofern klappt das auch jedes Mal. Wie feierst du Silvester? Wie muss man sich das vorstellen? Naja, ich lade sehr, sehr viele Freunde ein. Also, ja? Weil ich am nächsten Tag auch Namenstag habe und das wird in Griechenland mehr gefeiert als Geburtstag. Ah. Und das heißt, wir feiern dann rein. Manchmal sollen es 20 sein, aber es werden meistens 60. Wieder so. Nur dieses Jahr einfach gar nicht. Vicky, sehr schön, oder dass du da hier bist. Mit euch, ja, sehr willkommen hier am Fuße des Brandenburger Tors. Toll, dass du da und bist. Und morgen erstmal einen guten Rutsch und morgen natürlich einen ganz tollen, zauberhaften Namenstag. Ja. Den hole ich nach irgendwann. Vielen, vielen Dank. Danke. Und ein gutes neues Jahr, Vicky. Dankeschön, danke. Vicky. Euch danke. Auch und allen Zuschauern ein wunderbares neues Jahr. Ja. Und Flo Weiß, unser DJ, hat die Hits des Jahres Teil 1 zusammengefasst. Lassen Sie einfach noch mal Revue passieren, was Sie das ganze Jahr gehört haben. Tanzen Sie mit, schunkeln Sie mit, haben Sie Spaß und gute Laune. Flo, dein erster Einsatz.
Wow, musikalisch kein schlechtes Jahr und tänzerisch auch nicht. Aber tänzerisch erstmal Dankeschön unseren 8 Tänzerinnen und Tänzern. Und das Ganze wurde choreografiert von India Rischka. Es gibt einen zweiten Teil. Danke, danke, danke. Und danke, Flo, Hits des Jahres, Part 1. Dankeschön, genau, da Flo, danke. Da kommt noch was nach, aber danke für den Moment. Und wir schauen mal schnell, was silvestermäßig in London gehen kann. Und schalten zu einer Frau, die Mitglied ist der erfolgreichsten Girlgroup aller Zeiten, Sporty Spice, Melanie C, die seit vielen Jahren erfolgreich solo unterwegs ist. Hätte eigentlich heute Abend hier sein wollen am Brandenburger Tor. Und jetzt grüßen wir Sie herzlich in London. Guten Abend, Melanie C. Hi, how are you? Hallo, wie geht es euch? Es geht uns wunderbar. Es ist ein bisschen frisch in Berlin, aber das kriegen wir schon hin. Wir haben tolle Musik und wir haben wunderbare Gäste. Melanie, was sind die Silvestertraditionen bei euch zu Hause? Wie feiert ihr heute Abend? Was tut ihr in London? Eine Stunde zurück. Every year is different for me. Also ich feiere das jedes Jahr anders. Am allerliebsten stehe ich natürlich auf der Bühne. Jetzt bin ich so enttäuscht, dass ich heute nicht in Berlin bei euch sein darf. Oh, die Show sieht toll aus. Es sieht aus, als ob ich sehr viel verpasse. Also ich fieber hier mit und ich tanze mit euch mit. Ich habe das Gefühl, dass ich geistig bei euch bin heute Abend. Ja, und eigentlich hätte es die großartige Premiere von Into You geben sollen. Und wir gönnen uns auf jeden Fall mal ein paar Bilder aus dem Video, damit wir dieses musikalische Gefühl nach Berlin zaubern. Melanie C's großer neuer Hit Into You. Also, Melanie, wir schieben auf, aber wir heben nicht auf. Die Einladung fürs nächste Jahr steht auf jeden Fall. Am Ende dieses außergewöhnlichen Jahres, Melanie, was sind deine Gedanken? Du bist selbst Mutter einer, ich meine, 11-jährigen Tochter. Habt ihr auch Homeschooling praktiziert in diesem Jahr? Wart ihr gut als Team? Also ich glaube nicht, dass ich mich als Lehrerin wirklich sehr gut schlage. Mein Respekt für die Lehrer ist wirklich gestiegen. Für mich war es eine große Herausforderung auf viele Arten und Weisen. Ich freue mich darauf, wieder nach Deutschland reisen zu dürfen. Ich habe ein bisschen an meinen Shows gearbeitet und ich freue mich auf die Live-Performances und ich freue mich natürlich über deine erneute Einladung. Ja, also das gilt für Melanie C, aber wir wissen, dass auch die Spice Girls im nächsten Jahr wieder auf die Bühne wollen. Kannst du da was verraten? Oh wow, we'd love to get back. Oh, das würden wir sehr gerne tun. Ich denke, das gilt für alle Künstler. 2021 ist wirklich ein geduldsames Jahr für uns alle, da wir schauen müssen, wann wir wieder auf die Bühne dürfen. Hoffentlich gilt das auch für die Spice Girls. Und als selbstständige Künstlerin werde ich im Jahr 2021 natürlich auch auftreten, sobald das möglich ist. Dann danke für das kurze Gespräch nach London. Wir wünschen einen guten Rutsch und alles Gute und alles Gesunde für 2021. Vielen herzlichen Dank, Melanie. Bye, bye, Melanie. Thank you so much. Bye. Bye.
Thank you, bye bye. Lots vielen Dank. Einen guten Rutsch und sehr London viel Liebe. Und von jetzt zu einer echten kölschen Band, die bei uns alle in sekundenschnelle Glücksgefühle auslöst. Wir können jeden Song mitsingen. Ich sage nur, wenn nicht jetzt, wann dann? Mach laut, Viva Colonia. Und immer geht es um die Liebe zum Leben, um die Liebe zur Stadt Köln, Liebe zum Karneval, aber natürlich auch zum aktuellen Lebensgefühl. Was mich, und ich habe sie schon oft ansagen dürfen, Männer, das kann gar nicht sein, dass ihr im Jahr 2022 50-jähriges Jubiläum feiert. Ihr seid doch erst 49, das geht gar nicht. Okay, dazu passt dann aber auch der Titel und er macht Mut und er soll Optimismus verbreiten für das nächste Jahr. So jung, so heißt der Titel und das sind sie. Hier sind die Höhner. So jung, so jung, so jung, so jung, so jung kommen wir nicht nie zusammen. So jung, so jung, so jung, so jung, so jung werden wir uns nicht wie sind. Ich hab mich so gefreut und büsch. Hier sind wir jen, hier hören wir hin. Wo wir sind, ist zu Haus. Ich lese hoch und auf unsere Toast. Da ist Jod, Jod, Jod und Prost. So jung, so jung, so jung, so jung, so jung kommen wir nicht nie zusammen. So jung, so jung, so jung, so jung, so jung werden wir uns nicht wie sind. Schönen Tag, jetzt so flück vorbei, drum halle mir jetzt ich jetzt an. Jede Stunde mit euch ist ein Geschenk für mich und wünsche auf alle Level an. Hier sind wir jen, hier hören wir hin, wo wir sind, ist zu Haus. Ich lese auch hoch und auf unsere Toast, da ist Jod, Jod, Jod und Prost. Zusammen. So jung, so jung, so jung, so jung, so jung werden wir uns nicht sehen. So jung, so jung, so jung, so jung, so jung kommen wir nicht zusammen. So jung, so jung, so jung, so jung, so jung werden wir uns nicht sehen. Und wenn wir uns um alle isoliert, dann sind wir trotzdem nie allein. Wir können das Beste. Wirke Geld, Geld, Geld auf der Welt. Geld, ja, kein Geld. So jung, so jung, so jung, so jung, so jung kommen wir nicht nie zusammen. So jung, so jung, so jung, so jung, so jung werden wir uns nicht besinnen. So jung, so jung, so jung, so jung, so jung kommen wir nicht nie zusammen. Die Höhner! Und bei Familie Werdoll wird auf dem Sofa getanzt und die Kinder schlafen heute gut. Genau. Das Gefühl habe ich. Wie schön. Polonaise geht auch zu dritt. Ganz genau. Wie schön, die Höhner hier zu haben. Und jetzt kommt noch musikalische Verstärkung hinzu. Denn im Herbst haben die Höhner gemeinsam mit musikalischen Freunden ein Projekt gestartet, um Menschen zu unterstützen, die gezwungenermaßen ihre Heimat verlassen müssen. Und daraus ist ein Statement für mehr Menschlichkeit in der Welt geworden. Time for sympathy and love. De Höhner und Friends. Steht keine Sekunde still. Der
Der Pfarrer spricht und er macht ihr Mut. Die Verkäuferin, die jetzt genau das Richtige tut. Ein Anruf, ein Chat, ein Post macht Mut. Applaus auf dem Balkon tut so gut. Wenn die Welt sich scheinbar nicht mehr dreht und keiner weiß, wie's mit uns weitergeht, alle gemeinsam gegen Einsamkeit. Jetzt ist die Zeit für Menschlichkeit. Those families work today. And the fear of not knowing what tomorrow brings. You show how to teach on computer screens. And you play with those kids, it's so good to see. The rescue guard who helps to save the life of refugees. Aber da gibt es jetzt den allerfettesten aller fetten Applause. Die Höhner und Frenz. Herzlichen Dank an Jasmina Hunzinger, Tom Gebel, Peter Freudenthaler von Kriegsgarten. Und ich bitte mal Henning und Hannes zu mir. Wir kommen. Mit Abstand. Und man hat im Video gesehen, Christa Berg war auch dabei. Ja, Männer. Ich glaube, es ist unser erstes Mal, dass wir uns nicht drücken, oder? Nein, wir dürfen ja nicht. Eigentlich, wie gerne würden ja, wir jetzt, ich auch, Andrea. Ich auch. Erstmal Chapeau. Tiefste Verbeugung, größte Zuneigung, 50.000 Euro sind zusammengekommen. So ist es. Gute, gute Sache. Genau, Applaus. Für uns alle ist es eine besondere Nacht, aber für euch ist es eine besondere, besondere Nacht. Hannes Henning, erzählt mal. Ja, wir können über den Song sprechen, über die Aktion, weil das ist eigentlich schon lange unser Thema immer gewesen. Ja. Die stillen Helden waren immer unser Anliegen, die, auf die hinzuweisen und denen ein Loblied zu singen. Die Leute, die sich ehrenamtlich engagieren. Und das ist ja gerade in diesen Zeiten sehr wichtig. Ja, und der zweite besondere Punkt steht hier in diesem ganzen Spiel. Ist für mich der letzte Auftritt mit den Höhnern. Ich hört sich eigentlich absurd an diesen Zeiten, wo alle sehr scharf drauf sind, mal wieder irgendwie was zu machen zu können, gerade in unserem Bereich, in der Musik, in der Kunst. Aber gut, es ist nicht ganz so plötzlich entstanden, wie es sich vielleicht anhören mag. Nur dieses Corona-Jahr hat das schon beschleunigt, den Entschluss jetzt einfach nochmal einen Punkt zu setzen, zu sagen, ich habe jetzt 30 Jahre mit dieser Band sehr erfolgreich gearbeitet. Wir haben alles gesehen, wir waren
in China, wir waren in Kuba, wir waren in Washington und wir waren, haben viel Erfolge gefeiert und viel zusammen gefeiert und gelacht. Und etliche Male im Fernsehen gehabt und heute Abend an diesem ganz besonderen Brandenburger Tor. So haben wir das Brandenburger Tor noch nicht unfassbar gesehen. Also, okay, ja, ich könnte jetzt sagen, alles Gute. Ich sage einfach, nein, mach's nicht. Er hat ja auch einen kleinen Fehler gemacht, Herr Hannes. Ich darf dich verbessern. Bitte nicht böse sein, das war jetzt gerade einer der letzten Auftritte. Du wirst im nächsten Jahr auch noch dabei sein. Ja, ihr rockt ja. Kurz, noch mal dran. Genau, sobald hier das Happy New Year vorbei ist, rockt ihr. Höhner sind sowas wie eine Familie und auch unsere Gründerväter, Peter und Janus, sind immer noch dabei und wir machen gemeinsam Pläne und schreiben Lieder und so weiter. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Es ist gut in so einer Nacht Weggefährten, Freunde, Kollegen bei sich zu haben. Ich danke euch sehr. Dankeschön, Hannes. Dankeschön, Henning. Und wir sehen uns danke, Andrea. Kurz nach 0 Uhr. Dankeschön. Tschüss, bis gleich. Bis gleich. 22.27 Uhr ist es. Und ich will mal sagen, wenn unser nächster Künstler, wenn er an Wettbewerben teilnimmt, dann räumt er richtig ab. Wir schauen zurück ins Jahr 2012. Große Castingshow. Wer gewinnt? Er. 2019 Eurovision Song Contest in Tel Aviv. Er wird Vierter. Das ist die beste Platzierung der kleinen Schweiz, Verzeihung, also der großen musikalischen Schweiz seit 25 Jahren. Und dann Let's Dance, Platz 3. Aber für ihn viel wichtiger, er schwebt auf Wolke 7 seitdem, denn seine Tanzpartnerin ist jetzt seine Liebste geworden. Seit diesem Jahr singt er Deutsch und das klingt richtig, richtig gut und wir sind große Fans. Nie mehr allein ist eigentlich ein gutes Motto. Herzlich willkommen live am Brandenburger Tor. Hier ist Luca Henny. Komm, bleib mit mir wahr. Lass mal sehen, wo wir noch landen. Sehen, wo wir noch landen. Keiner hat es gedacht. Wir sagten uns für immer, doch der letzte Drink, yeah, ist viel zu lange her. Tauche mit mir ab, einmal wie verschwinden, wo uns niemand findet, Bock auf bisschen mehr. Und wenn du dich schon wieder mal viel zu einsam fühlst, denkst, es ist grad niemand für dich da, ruf mich an, du weißt, das geht auch vorbei. Ich hol dich ab von ohne Plan Richtung egal. Komm, bleib mit mir wach. Lass mal sehen, wo wir noch landen. Sehen, wo wir noch landen. Denn für heute Nacht sind wir einmal kurz woanders. Einmal kurz woanders. Und soll nie mehr allein. Keine Zeit für Fragen, wenn alle anderen schlafen. Hol mir einfach ab, ist es dir zu weit? Werde ich dich tragen durch dunkle Straßen in die nächste Stadt? Und wenn du dich schon wieder mal viel zu einsam fühlst, denkst, es ist grad niemand für dich da, dann komm, bleib mit mir wach. Lass mal sehen, wo wir noch landen. Sehen, wo wir noch landen. Denn für heute Nacht sind wir einmal kurz woanders. Einmal kurz woanders. Und dort nie mehr allein. Nie mehr allein. Immer da, wo wir sind, sind wir niemals allein. Allein. Nie mehr allein. Schon lang unterwegs, aber frag nicht, wie spät. Denn all die Probleme tun grad nicht mehr weh. Und kommen wir irgendwann wieder an, aber immer noch nicht klar. Machen wir es nochmal. Komm, bleib mit mir wach. Lass mal sehen, wo wir noch landen. Sehen, wo wir noch landen. Oh yeah. Denn für heute Nacht sind wir einmal kurz woanders. Woanders und soll nie mehr allein. Nie mehr allein. Nie mehr allein. Nie mehr allein. Allein. Immer da, wo wir sind, sind wir niemals allein. Nie mehr allein. Nie mehr allein. Nie mehr allein. Yeah. Nie mehr allein.
so. Sehr, sehr gerne. Dankeschön, Luca Henny. Dankeschön, die Tänzerinnen und Tänzer. Und Luca, bleibt bei uns, denn wir schauen jetzt doch noch mal zurück, weil es so toll war. Mai 2019, Eurovision Song Contest in Tel Aviv. Ich war damals bei der großen Generalprobe dabei, konnte mir das Ganze angucken. Und dann wird ja immer so gesagt, der mag gewinnen oder der oder der oder der. Er war immer unter den Top 3, alle haben auf Luca gesetzt. Gewonnen hat dann letztendlich Duncan Lawrence mit Arcade. Aber Luca Henny, nach 25 Jahren für die Schweiz, die konnten sich schon gar nicht mehr erinnern, wie das ist, unter den Top 10 zu sein. Platz 4 ist es geworden. Wir lieben diesen Song. Luca Henny mit She Got Me. I noticed her when she arrived. Can a lady the mama like? But mama, she ain't here tonight. Getting rowdy, rowdy. When she poured out the little spice, got the whole place on a vibe. Monday night and a Friday night. Stop. She getting naughty. Yeah. Dropping it down. When she go low, when she go low, she go so low, she go so low. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she go so low, she go so low. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. In the fire now, we're going wild like an animal. All ain't gonna sweat it out. Getting rowdy, rowdy. Turning heads and turning up. Breaking necks, she breaking cups. Look at her, can't get enough. Getting rowdy, rowdy. She let her body talk. She made the party stop. She getting naughty. Yeah. Dropping it down. When she go low, when she go low, she go so low, she go so low. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she go so low, she go so low. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. Girls go, everyone go. She got a sturdy dancing. When she go low, when she go low, she go so low, she go so low. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. Dankeschön! So tanzen wir uns ja vorher auch immer warm. Dankeschön, Luca. Programm. Danke, danke, danke und guten Rutsch. Dankeschön, die Tänzerinnen. Danke euch. Ciao, danke, Luca, danke. Guten Rutsch nach Hause. Und was haben die Leute zu Hause mitgetanzt? Ja. Wir haben es ja gesehen. Das ist wirklich eine schöne Sache. Willkommen 2021.zdf.de. Einmal anmelden und dann sind wir auch bei Ihnen zu Gast. Das wäre doch was. Und Sie bei uns. So sieht's aus. 22 Uhr und 35 Minuten, noch nicht mal mehr anderthalb Stunden, bis zum Jahr 2021. Und nachdem wir mit Thomas Gottschalk eben schon gesprochen haben, schalten wir jetzt zu einer zauberhaften Kollegin, einer Morgenmagazin-Moderatorin, einer Sportstudio-Moderatorin, einer Talkshow-Moderatorin, einer Buchautorin. Guten Abend, Dunja Hayali. Ach. Dunja, du hast gesagt, wir können gerne zu dir schalten, hast du gesagt, aber es soll möglichst früh sein. Du bist doch noch nicht ins Bett jetzt, oder? Nein, aber wir haben uns heute Abend vorgenommen, erstens, Wilma, warte doch mal, bei Dinner for One immer mitzutrinken, wenn getrunken wird. Eieiei. Und vor allen Dingen haben wir heute auch auf Aldi getrunken.
die das ganze Jahr für uns und alle anderen Menschen da waren, die gerettet, gepflegt haben, die dieses Land am Laufen gehalten haben, die systemrelevant sind oder auch nicht systemrelevant. Und da gab es dann, da kam ein bisschen was zusammen an Getränken. Ja, vielleicht können wir dennoch zwei, drei Fragen loswerden und mit dir Vorfreude genießen auf das Sportjahr 2021. Ich meine, wir haben eine Fußball-Europameisterschaft, hoffentlich vor der Brust. Wir haben Olympische Spiele in Tokio vor der Brust. Worauf freust du dich besonders? Also sportlich gesehen wünsche ich, dass wieder große Ereignisse. Wilma? Wilma will auch mal mitfeiern. Wilma mitfeiern. Ja. Nein, aber das natürlich, dass wir diese Pandemie in den Griff bekommen, dass das mit dem Impfstoff funktioniert, dass der sicher ist und dass viele Menschen sich impfen lassen und dass wir dann irgendwie zur Normalität zurückkehren. Natürlich im Bereich des Sports einfach wieder diese ganzen großen Ereignisse miterleben können im Stadion, dass wir einfach mit dabei sein können, unsere Athleten anfeuern können. Und das ist, glaube ich, worauf sich jeder Sportfan freut, aber viel wichtiger. Jetzt hat meine Schwester angerufen. Sorry. Ja, ich bin wieder da. Die sagt gerade, Dunja, ich sehe dich im Fernsehen. Ja, genau. Hallo, was machst du da? Nein, aber viel wichtiger ist doch, dass wir irgendwie wirklich gut durch diese Pandemie kommen und dass die Leute gesund bleiben. Und ich meine, genug Menschen haben irgendjemanden verloren und haben schwere Zeiten irgendwie durchgemacht. Und Sport ist, ich meine, das wisst ihr auch, die schönste, ich schmeiß gleich 100 Euro ins Phrasenschwein, Nebensache der Welt, aber es gibt echt wichtigere Dinge als Sportereignisse, auch im Jahr 2021. Ja, schön, dass du das eingeordnet hast. Und dennoch, natürlich, wenn es dann stattfindet, wäre es schön, auch mal wieder im Stadion sein zu können. Wie du sagst, Athletinnen und Athleten anzufeuern, ist schön. Ja, absolut. Ich meine, guck mal, ich bin ja... Jetzt hat Wilma den Laptop ausgeschaltet. Oder die Schwester ruft noch mal an, jetzt per FaceTime. Ja. Es ist schon für mich ein Bild dieses Silvestertages. Ja. Aber jetzt soll es gerade nicht sein, sonst versuchen wir es gleich noch mal bei Dunja Hayali. Und sollte das gar nicht gehen, dann werfen wir jetzt... Da ist sie wieder. Ja, Dunja, wir hatten dich kurz verloren. Ja. Die Leute, das ist so lustig, weil alle Freunde gerade... Ich sehe dich im ZDF. Ja, was natürlich. Was machst du da? Bist du noch nicht? Du bist doch betrunken. Wieso schreiben die mir jetzt alle? Echt? Dunja, du bist betrunken? Nein. Das wäre sozusagen die Live-Chat-Form, dass du uns jetzt vorträgst, dass deine Freunde... Dass sie überrascht sind, dich im ZDF zu sehen, das überrascht mich wiederum. Das kommt ja schon mal vor. Jetzt den nächsten rufen an, guck mal. Ja. Und egal, wie das Bild steht, guck mal, Dunja sieht immer gut aus. Ja, ganz genau. Also, dann grüßen wir jetzt herzlich und grüß du deine Freunde alle. Wir freuen uns auf all das, was kommt. Und mit den sinnvollen Einordnungen, die du formuliert hast, ist das genauso richtig. Danke an Dunja Hayali. Auch für dich ein Willkommen 2021. Möge es gesund, glücklich und erfolgreich sein. Für dich, Dunja, und für all die Menschen, die dir lieb sind. Und wir schalten noch zu Boris Herrmann irgendwo auf ein Weltmeer, wo er gerade die Vendée Globe, diese härteste Regatta der Welt, segelt. Wir freuen uns auf Nico Rosberg, auf Oliver Pocher. Und auf Musik. Kind Nummer 5. Ja, Kind Nummer 5. Aber er hat keins bekommen von den 5, das muss man klar sagen. Egal, aber er ist der Vater dieser Kinder. Das ist richtig. Ja, okay. Wir machen weiter. Willkommen 2021 live vom Brandenburger Tor mit einem echten Welthit oder mit echten Welthits made in Germany. Ein DJ und Produzent aus Solingen hat sich zusammengetan mit einem schwedischen Sänger. Naja, und ihr Song, der wurde, Achtung festhalten, mehr als 1 Milliarde Mal im Netz gestreamt. Hier sind DJ Topic featuring A7S. Call me what you want, I'll be what you want. I've been here 1,000 times. Falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la.
You're breaking me, la 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 la, la 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 la. I'm just riding, dancing around to the rhythm that you play, play, you're breaking my heart. You know that I can't get you out of my system, yeah, right from the start. You play with my heart, and I'll be singing la 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 la, la 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 la. You're breaking me, la 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 la, la 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 la. You're breaking me, la 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 la, la 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 la. You're breaking me, la 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 la, la 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 la. You can do whatever, I'll be here forever, spinning round inside this room. Hey, hey, won't you come on over? I'm a sucker for you, wishing we'll be out here soon. Tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la, la 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 la. You're breaking me, la 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 la, la 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 la. You're breaking me, la 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 la, la 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 la. You're breaking me, la 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 la, la 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 la. I'm just riding, dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of my system, yeah, right from the start. You play with my heart, and I'll be singing la 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 la, la 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 la. You're breaking me, la 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 la, la 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 la. You're breaking me, la 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 la. Was geht ab, Deutschland? Mein Name ist Topic. Das ist A7S, das war Breaking Me. Und jetzt kommt unsere aktuelle Single, Why Do You Lie To Me, mit Lil Baby. I'm in love with your hands tonight. Yeah, they give you this alibi. I don't know, cause I'm lost in your eyes. I hope my heart don't break too much when I wake from the way she touch. I'm so weak cause I can't get enough. You say that you love me. Oh, I never thought we'd be like that. I've been running in a thousand tries. You said that you love me. So, why do you lie to me? 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 Why do you lie to me?
Wow. Wow, wirklich wow. Vielen herzlichen Dank. Willkommen 2021, Stunde 14 Minuten, knapp noch bis Mitternacht. Großes Herz, Riesenapplaus zur Familie Kühn. Der Kleine vorne, den fand ich auch. Richtig gut, richtig klasse. Also macht so einen Spaß, ihn zuzuschauen. Und dann schalten wir mal nach Köln und wollen Comedian Oliver Pocher gratulieren zur fünften Vaterschaft. Oliver, schwenk doch mal schnell die Kamera. Lieber würden wir Amira zum zweiten Kind gratulieren. Ist sie da, oder kann sie uns zumindest hören? Ehrlich gesagt ist sie gerade, in diesem Moment fängt sie an zu stillen. Also sicherlich... Okay, dann lassen wir das mal weg. Dann sicherlich schöne Bilder für ZDF um die Uhrzeit, aber doch bitte liebe Grüße und wir gratulieren natürlich der jungen Mutter insbesondere. Vielen Dank, sie hört es auch und sieht es auch, sie ist einen Meter weg und der Kleine wird gerade angelegt, ein schöner Moment, den man sicherlich nochmal sehen sollte. Was ist denn mit Durchschlafen, Oliver? Geht schon was? Ich schlafe hervorragend durch. Ich weiß gar nicht, warum sich die Frauen immer so aufregen. Aber es ist also Durchschlafen ist natürlich, ist man weit von weg, aber es ist alles im grünen Bereich und ich werde immer dann morgens, habe ich gesagt, der Kleine hat aber heute gut geschlafen. Ja, du bist nämlich nicht wach geworden. Ich sag, genau. Ja, ist doch gut. So funktioniert das. Du sagst immer, hat der Kleine noch keinen Namen oder ist das Geheimnis? Doch, er hat einen Namen. Wir haben uns aber entschieden, die Namen der Kinder erstmal nicht rauszugeben. Ich werde das dann später in einem großen Vogue-Shooting machen. Natürlich. Wenn das Kind 16 ist und dann werde ich es dann professionell vermarkten. Vorher nicht. Oliver, was für ein Jahr für dich und für euch mit all den Erfolgen, mit dem Podcast, mit der eigenen Sendung. Natürlich mit der fünften Vaterschaft. Es ist 2020 für viele ein Mistjahr, aber für euch eigentlich ein außergewöhnlich erfreuliches. Obwohl ihr selbst ja auch mit dem Virus konfrontiert wart. Ja, wir hatten auch Corona. Du warst der Erste. Du hast es ja mit ins Land gebracht. Eine Woche später waren wir dann dran. Und wir standen ja auch immer im Austausch. Und hatten dann praktisch ja auch dieses mit Geschmacksverlust und diesen ganzen Sachen hast du uns sehr gut auf dem Laufenden gehalten. Und es ist wirklich sehr kurios, hat es angefangen, wie schon gesagt, zwischendurch gab es auch ein kleines Intermezzo mit Michael Wendler, der hat nicht nur Coronavirus, der hat viel schlimmere Sachen. Und jetzt sind wir, ist alles irgendwie für uns relativ gut verlaufen, muss man sagen. Also beruflich kann ich mich nicht beklagen, aber natürlich wollen wir früher oder später dann auch mal wieder, wie jetzt auch bei euch, dass natürlich am Brandenburger Tor wieder Leute stehen und das wieder so eine gewisse Form der Normalität wieder einkehrt. Ne? Absolut. Du hast in deiner Show gesagt, Oliver, die Familienplanung sei zumindest aus deiner Sicht noch nicht abgeschlossen. Kind Nummer 6, du würdest weitermachen, bis eine Tochter kommt. Also ich nehme dich jetzt mal beim Wort, du hast es zumindest gesagt. Was sagt denn deine Frau dazu? Ja, die hat gesagt, jetzt ist auch erstmal gut, muss jetzt auch mal reichen. Ja. Aber ich sehe ja so viele schöne Beispiele. Wir sind in Berlin, also gerade wenn man sieht, was mit den Clans alles möglich ist. Das ist ja zum Beispiel, es ist eine Chance, da was draus zu machen. Es gibt die Kelly Family, es gibt so viele, die Wollnys, so viele schöne Beispiele, wo es doch auch funktioniert mit großen Familien. Die Mainzelmännchen sind auch zu 6. Die Mainzelmännchen sind zu 6, ja, und da warten sie auch noch, dass das Mädchen kommt. Also von daher muss man mal gucken. Oliver, hast du denn den Wendler schon angerufen, um mit ihm einen Impftermin zu vereinbaren? Wenn er 5G hat, dann wird er sicherlich auch wieder rangehen. Spaß beiseite. Ich hab ja mit ihm auch nochmal kurzfristig Kontakt gehabt vor 6, 8 Wochen. Ich hatte ja auch sogar vor, im Rahmen der US-Wahl nach Amerika zu fliegen. Da sind ja meine anderen 3 Kinder. Das hat dann leider nicht geklappt. Im Nachgang muss ich auch sagen, gar nicht so schlecht, weil da ist ja doch das ein oder andere auch abgesondert worden. Und das ist ja auch sicherlich ein Problem heutzutage, dass jetzt die Leute, wenn es darum geht, keine Ahnung, ihre Rechte freizugeben, dann laden sich TikTok runter und machen alles Mögliche. Wenn du einen Urlaub willst, dann haust du in eine Malaria-Impfung rein. Und jetzt, wenn irgendwie Wissenschaftler über Jahre was entwickelt haben bekommen alle auf einmal Angst. Also von daher hoffe ich, dass auch diese Impfung einen Teil der Normalität wieder zurückbringt. Oliver, vielen herzlichen Dank für diese Worte. Grüße nach Köln. Glückwunsch zum 5. Dankeschön. Kind. Und Amira, Glückwunsch zum 2. Nee, soll ja gesagt werden. Also grüß die junge Mutter besonders danke. Herzlich. Danke, ruft sie und von hinten rein. Guten Rutsch, Oliver. Dankeschön, gell? Ja. Dankeschön, euch alles. Auch. Wir schauen uns das
Es gibt ja kein, was macht ihr, Lasershow oder was kommt um 12? Ja, warte mal ab, lass dich mal schön überraschen. Okay. Jetzt kommt jetzt Musik. Jetzt geht's richtig los. Jetzt kommt Musik, die dich auch interessieren könnte. Nämlich eine, wie sagt man, musikalische Zusammenarbeit der ganz besonderen Art. Er hatte den großen Hit Alles im Griff, der König von Mallorca. Und heute Abend kommt deutsch-italienische musikalische Freundschaft der besonderen Art. Mit Alles im Griff, Jürgen Drews und Giovanni Zarella. Kurz vor dem Hafen der Liebe war alles aus. Hast nur noch gegen gelenkt, das Schiff versenkt. Du wolltest einfach raus. Niente più stelle nel mare, la nave affonderà. Poi ne lascia luppa, col vento in poppa. L'amore ci salverà. Via alles im Griff, auf dem sinkenden Schiff. Keine Panik auf der Titanic, lande sich die Sterbe nicht. E va bene così, dimmi ancora di sì. Sulla nave facciamo pace, baciami e strapazzami. Una tempesta nel cuore, non mi parli più, non mi parli più. Tu dimmi cosa c'è, anche il perché. Vuoi lasciarmi qua giù? Nach Ferien bin ich aus den Federn. Nichts hat mehr geklappt. Nichts hat mehr geklappt. SOS, Herzennot, doch im Rettungsboot. Da ging es wieder. Così, dimmi ancora di sì. Sulla nave facciamo pace, baciami e strapazzami. Più stelle nel mare, la nave affonderà. SOS, Herzennot, doch im Rettungsboot, da ging es wieder ab. E va bene così, dimmi ancora di sì. Sulla nave facciamo pace, baciami e strapazzami. Auf dem sinkenden Schiff, oh, 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 oh. Keine Panik auf der Titanic. Guten Abend, Giovanni, guten Abend, Jürgen. Bella, dich kann man da. Toll siehst du aus. Aber ihr erstmal. Es hat angefangen zu regnen, aber so ist live. Live ist live. Wie lange kennt ihr beiden euch eigentlich schon? 40 Jahre. 40? Ja, also ungefähr 40 Jahre. So ungefähr. Tatsächlich seitdem, als es bei uns bei Bros so langsam Richtung Ende ging, da ging es los, dass wir uns dann mal getroffen haben tatsächlich. Ich denke, es müssten so 15, 16 Jahre sein. Der Typ fiel mir sofort ab, weil er so gut aussieht. Sieht er, ne? Und nicht nur das, er ist auch noch Vorbild. Er ist ein entzückender Kollege und ein wahnsinnig toller Freund. Mua, grazie. Ja. Er stimmt wirklich, ich kann das nur unterschreiben. Was bewundert ihr gegenseitig an euch? Ich sein immer sonniges Gemüt. Mhm. Ich habe ihn noch nie schlechter Laune gesehen. Aber ich habe ihn schon heulen gesehen, er ist Italiener. Das stimmt nicht. Oh doch, das stimmt doch. Ich habe dich dazu gezwungen. Das stimmt. Und was magst du besonders gerne an Jürgen? Genau dasselbe, auch dieses unglaubliche, dieser Jungbrunnen, den er ausstrahlt. Ich war mit ihm auf Tour, ich hatte die Ehre jetzt Anfang des Jahres mit ihm auf Tour zu sein, als es noch ging. Und dieses Professionelle, immer da rauszugehen, aber nicht gespielt, sondern da hochzugehen mit einem Lachen, mit einer Lust, den Leuten Freude zu bereiten. Das ist besonders. So schön hätte ich das nie formulieren können. Vater, danke. Weißt du noch, als ich dich auf Mallorca besucht, wie viele Jahre ist denn das her?
Meine Güte, na, oder? Ich wage es nicht zu sagen, wie lange es her ist. Sonst denken die noch, wer wundert, wie alt du bist. Du bist ja jung. Ganz jung. Also es ist das höchstens 10 Jahre her. Genau, genau. Wir sehen dich, Jürgen, mit deiner Tochter, mit einem tollen Duett. Auch Giovanni bleibt bei uns, wird ganz viel singen. Wir reden über das neue Album. Und natürlich, Giovanni wird ein Mainzelmann, weißt du. Ja, aber Giovanni übernimmt große Shows. Nicht zu fassen. Ja. Aber nicht zu fassen ist gut. Pass auf ich muss aufpassen auf meine Tochter. Die ist gut. Wunderschön. Ich freue mich auf sie gleich. Dankeschön, Jürgen. Dankeschön, Giovanni. Bis gleich. Grazie. Und ich suche natürlich. Johannes, wo bist du? Johannes ist Andrea, hier bin ich. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit einem echten Helden 2020, der auch ein Held 2021 ist. Er ist seit dem 8. November unterwegs auf der Vendée Globe. Das ist die härteste Regatta der Welt. Alleine auf seinem Boot. Einmal um die ganze Welt vor der französischen Atlantikküste gestartet und das Ganze 45.000 Kilometer über See. Im Idealfall also sowas wie in 80 Tagen um die Welt. Ich hoffe, dass unsere Leitung zur Sea Explorer, so heißt sein Boot, steht und begrüße Kapitän Boris Herrmann. Boris, wo bist du? Wie geht's dir? Wie weit ist noch? Wie ist Stand der Dinge? Ja, ich höre Sie ganz gut. Ich bin in der Mitte vom Pazifischen Ozean auf 56 Grad Süd, also recht dicht an der Zone, wo auch Eisberge anfangen rumzuschwimmen. Und hier in der Nähe ist der Point Nemo, der Punkt auf allen Ozeanen, der am weitesten von jeglichem Land entfernt ist. In der Zwischenzeit hat es eine Rettungsaktion gegeben und du bist daran beteiligt gewesen. Der Franzose Kevin Escoffier war in Not geraten. Was war da genau passiert und wie konntet ihr ihn retten? Sein Schiff ist durchgebrochen. Er ist mit hoher Geschwindigkeit so in ein Wellental reingerast, dass die Lasten auf seinem Schiff zu groß waren und das Schiff tatsächlich in der Mitte durchgebrochen ist. Boris, wir versuchen so ein bisschen, dass die Bewegung des Schiffes mitzuerleben und zu sehen, wie die äußeren Bedingungen sind. Wie gefährlich ist die Situation da draußen auf hoher See? Naja, dass ein Schiff durchbricht, das hat es bisher noch nie so gegeben in der Form. Das war eine Fehlkonstruktion, muss man eindeutig sagen. Solange das nicht passiert, sind wir in diesen Schiffen ziemlich sicher. Die sind unsinkbar, haben wasserdichte Schotten und so weiter, solange sie halt nicht komplett durchbrechen. Und mein Schiff ist sehr solide, da habe ich sehr großes Vertrauen. Insofern ist mir auch wichtig zu betonen, das ist keine Hasardeurfahrt, sondern ich mache ein sehr diffiziles Abwägen zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit. Bin ja auch nicht ganz vorne platziert im Rennen. Weil ich immer, also unter anderem deswegen auch, weil ich sehr auf Sicherheit fahre. Wie sieht denn das aus? Und wenn der Wind stark wird, dann nehme ich die Segel, verkleinere ich die Segel schneller als die anderen zum Teil und fahre sehr auf Sicherheit. Also einem wird es in jedem Fall um 0 Uhr. Wie sieht Silvester aus bei dir? Tja, das weiß ich auch nicht so genau. Ich werde erst mal 2 haben, virtuell mit meiner Familie per Telefon in der Heimat sprechen und hier bin ich 8 Stunden zurück und dann werde ich 8 Stunden später nochmal mein eigenes kleines Silvester feiern, wenn daheim alle schlafen dann zu der Zeit. Ja, also da gibt es einen ganz kleinen Schluck Champagner, denke ich mal. Ich habe hier so eine Mini-Flasche Champagner dabei und das war es auch schon. Ein Feuerwerk oder ähnliches habe ich leider nicht an Bord. Boris Herrmann, vielen herzlichen Dank für das kurze Gespräch. Kapitänsmütze ab für diese außergewöhnliche Leistung. Und toi, 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 sind ja nur noch 15.900 Kilometer. Und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Alles Gute. Ganz vielen Dank, beste Grüße von Bord. Tschüss, tschüss. Wiederhören. Boris Herrmann, ein Held, auch 2021. Was ein toller Mann, oder? Und das haben wir aus technischen Gründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wahnsinn. Segelschein, Bootsführerschein habt ihr? Ich, Sportbootführerschein, ja, Binnen ja. und See. Ja. Binnen und natürlich. Binnen ich nicht, ich hab sowas ich auch nicht. Ja. Sowas. Kannst du schwimmen? Ich schwimme gar nicht. Ich kann bei dir mitfahren. Ich kann mich retten und ein paar andere noch. Sehr gut. Kannst du schwimmen? Das, Johannes. Entschuldigung. Sag mal, das ist ein Kollege. Okay, fragen. Wir machen weiter mit einem Welthit im Original von Kenny Rogers und Sheena Easton. Aber so wie es jetzt bei uns hier wie er präsentiert wird, haben wir ihn noch nie gehört. Family Time. Wir freuen uns ganz besonders. Hier sind Jürgen Drews und seine Tochter Joelina. Musik
it's late. I know you're weary. I know your plans don't include me. Still here we are, both of us lonely, longing for shelter from all that we see. Why should we worry? No one will care, girl. Look at the stars now, so far away. We've got tonight. Who needs tomorrow? We've got tonight, babe. Why don't you stay? Deep in my soul, I've been so lonely. All of my hopes fading away. I've longed for love, ooh, like everyone else does. I know I keep searching after today. So here we are now. Why should we worry? Look at the stars, girl, so far away. We've got tonight. Who needs tomorrow? We've got tonight, babe. Why don't you stay? I know it's late and I know you're weary. We've got tonight. Who needs tomorrow? Let's make it last. We'll find a way. Turn out the light. Come take my hand now. We've got tonight, babe. Why don't you stay? We've got tonight. Why don't we stay? Jürgen Drews und Jolina, wie gefühlvoll. Danke euch beiden sehr herzlich. Wunderbar. Ihr trotz Wind und Wetter. Das ist aller Ehren wert. Hier am Brandenburger Tor in Berlin, 23 Uhr. Und guten Rutsch, ihr beiden. Dankeschön, Dankeschön. Alles Gute und Gesunde für das euch kommende auch alles Gute. Neue Jahr. Danke, danke. Wie schön danke, die Zuschauer zu Hause mitfeiern. Und siehst du, man kann wirklich eine schön Fernbeziehung haben und ist sich trotzdem nah. Das stimmt, das so haben wir in diesen Zeiten gelernt. Im Moderationsfach, ja? Mann, oh Mann. Giovanni, wir wollten zu deinen Eltern schalten. Jetzt haben wir gerade technische Probleme, aber Kollegen arbeiten dran. Okay. Und wir wollten dich so ein bisschen überraschen. Bruno und Clementina. Ja, diese Hände funktionieren nicht. Was ist da los? Geht er nicht rüber nach Berlin? Ja, wirklich? Sind die technisch noch so, also richtig versiert und können und FaceTime und ja, hin und her und Nachrichten? Doch, und, doch. Ja. Also wenn man's einmal zeigt, wie es geht und so, dann fuchsen die sich rein. Meine Mama ist dann so, die kann es dann direkt. Mhm. Und mein Papa, den sieht man dann so immer ganz nah an der Kamera, ja, wie er drauf schaut. Aber ja, wir sind dann immer schon live mit ihm. Also Mama macht das ein bisschen besser. Ich erkläre meiner Mutter jetzt gefühlt zum 400 Milliardsten Mal, dass man einfach nur aufs Mikro drückt und dann kann man lossprechen und dann kriege ich Sprachnachrichten und das ist dann so. Ach, sie atmet dann schwer. Ja? Sie spricht nicht, sie atmet nur. Und ich sage, Mama, du musst doch sprechen. Aber ich weiß doch gar nicht, ob ich aufnehme. Schaut Mama heute Abend zu? Ja, Mama. Liebe Grüße, okay, an die Mama. Dann würde ich sagen, grüßen Sie an dieser Stelle. Und wir grüßen natürlich Clementina und Bruno auch
auch wenn ja. Sie jetzt nicht mit uns sprechen können, können wir doch sozusagen Grüße dorthin senden. Ja, bitte, bitte. Liebe Grüße an Mama und Papa. Und Giovanni, wenn ich das an dieser Stelle einmal offiziell sagen darf, willkommen im ZDF. Grazie. Ah, ja, na 2021. Oh, ich freue mich so sehr. Bist du Teil der Familie und präsentierst große Shows im ZDF. Das ist eine herausfordernde Aufgabe. Das ist eine wirklich große Aufgabe und auch eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Es ist... Es wird eine Musikshow sein, das kann man, glaube ich, schon mal verraten. Oh. Eine große Musikshow, mit, die soll natürlich bestückt werden mit vielen tollen Gästen. Und vom Schlager bis hin zum Pop, wir wollen alles mit dabei haben, internationale Musik, aber wir wollen und ganz viel Musik ins ZDF bringen. Ich denke, du wirst auch ein bisschen singen. Und jetzt haben wir doch eine Überraschung, weil jetzt steht die Schalte zu deinen Eltern. Ja. Bruno und Clementina. Ah, Clementina, Bruno. Ah, guck mal, Papa ist total konzentriert. Hallo. Mama ist schon raus. Ach, süß seht ihr aus. Mama, komm mal weiter ins Bild. Geh mal näher an Papa ran. Nee, genau in die andere Richtung. Ach, du siehst toll aus, Mami. Oh, guck mal, die Mama. Mami, hast dich richtig... Oh, toll, Giovanni, bloß gut, dass du... Du hast die Haare von Mama. Ich hab die Haare von Mama. Ihr seid da, ich sehe euch, wir sehen euch. Bleib. Ist das toll? Man sieht's, bleibt nicht bewegen. Nicht bewegen, man sieht euch. Alles gut. Mama so, war schon mit dem Fernsehgarten mit dir, ne? Mama war im Fernsehgarten schon. Ja, genau. Ja, jetzt ist gut. Also, also Familie Zarella zusammengeführt. Giovanni, das ist doch ein schöner Moment. Ja, ein jetzt genießt das große Moment, ich genieße. Das wirst du in deiner Sendung auch machen. Wie mein Vater meiner Mama noch, hey, das funktioniert doch, lass es so, dreh dich um. Wie feiert ihr denn, liebe Eltern von Giovanni, wie feiern Sie denn eigentlich Silvester? Na, im ZDF? Ja, normal feiern wir immer alle zusammen, aber heute Abend geht er leider nicht alle zusammen, weil wegen Corona. Meine Schwiegertochter ist nicht da, meine andere Tochter ist nicht da, mein Sohn ist nicht da. Wir haben uns getrennt, wir haben gesagt, wir müssen das respektieren. Solange Sie sich nicht von Ihrem Mann trennen, ist das alles für Giovanni noch handelbar. Nee, wir trennen uns nicht. Wir bleiben immer zusammen. Wie lange seid ihr jetzt verheiratet, Mama? 44 Jahre. Hey, bravi! Ist das schön, oder? 44 Jahre. Und jetzt, wenn Bruno so langsam die Stimme erhebt, Vater Zarella, ich habe gehört, dass Sie früher im Restaurant immer gesungen haben. Können wir so ein kleines Kessera Silvesterständchen bekommen von Papa Zarella? Hast du was? Hast du deine Gitarre? Hast du deine Gitarre da? Klar. Vai, Bruno, vai. Paese mio, che stai su la collina. Vai, Bruno, vai. Disteso come un vecchio addormentato. Und die Mama ist ganz stolz, schau mal. Ja. La noia, l'abbandono e niente solo tua malattia. Paese mio. Und jetzt Refrain. Ti lascio. Io vado via. Alle zusammen. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Mama, komm, trau dich, vai, Mama. Ach, ihr seid so süß, ich liebe euch. Bravi, grazie. Amore mio. Ach toll. Grazie, Bruno. Ach toll. Ihr seid die Größten. Ihr seid wirklich die Größten. Vielen Dank. Coole Eltern. Vielen Dank an die Zarellas und alles Gute fürs kommende Jahr. Möge es glücklich und möge es vor allem Papa, ich liebe gesund sein. Ich bin stolz, euer Sohn zu sein. Ich liebe euch. Baci, abbracci. Ciao. Wir sind auch sehr stolz auf dich, Giovanni. Wir wünschen dir das Beste der Welt. Ja. Bis gleich. Giovanni wird das schon machen. Ihr werdet euch hören. Und jetzt kommt große Musik. Wir wünschen dir das Beste der Welt. Schon schön gesagt. Und das schön ist Italien. Ja. So gesundes Mittelmaß könnt ihr nicht. Wenn dann, wenn dann richtig. Drüber oder ganz traurig. Ach, toll. Okay, Andrea, 23.10 Uhr, 25 Sekunden. Wir haben noch Giovanni wird noch eine Menge singen bei uns. Ne? Aus seinem neuen Erfolgsalbum, ganz genau. Und jetzt kommt Musik von einem ganz besonderen Mann, der erinnert an einen großen Hit, der gespielt wurde in Zeiten, als die Clubs noch Diskothek hießen. Oh ja, 1982, da durfte man auch noch langsam und eng miteinander tanzen. Der Song heißt Words. Ja? Don't Come Easy, ganz don't genau. Don't Come Easy. Und er selber wird so ein bisschen als, ich weiß gar nicht, ob er das gerne hört, aber wenn man die Augen schließt, gib mir recht, dann hört man Frank Sinatra.
Ist ein Kompliment, oder? Tom, we love you. Hier ist Tom Gebel. Danke, ihr Lieben. Hi, Giovanni. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Oh, words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Well, I'm just a music man. Melody so far my best friend. But my words are coming out wrong, and I reveal my heart to you and hope that you believe it's true. 'Cause words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. This is just a simple song that I've made for you on my own. There's no hidden meaning, you know, when I reveal my heart to you and hope that you believe it's true. 'Cause words don't come easy. Don't come easy. It isn't easy. Words don't come easy. Words. Wir pfeifen auf 2020 und uns in 2021 rein. How can I say I love you? Words don't come easy. Don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Words don't come easy to me. Swinging Hauptstadt Tom Gebel. Und wenn wir diesen außergewöhnlichen Künstler mal bei uns haben, dann wollen wir auch Sinatras größten Song hören. New York, New York. New York, New York hieß das bei Frankie Boy. Tom Gebel macht daraus Berlin, Berlin. Das erinnert an Juncker, ja? Alright. Berlin, ich grüße dir. Heißt das so? Auch Dresden ist schön. Ha. In München der Föhn. Doch es gibt eine Stadt, die heißt Berlin, Berlin. Düsseldorf hat die Köln, Rostock das Hafenmilieu. Doch auch all dieses hat die Stadt Berlin. In dieser Stadt bringt mich die Nacht niemals ins Nest, weil mich der Pulsschlag der Stadt nicht schlafen lässt. Ein Schritt auf Asphalt
Ton widerhallt, wird zu einer Melodie, die heißt Berlin, Berlin. Du kannst dich nicht entziehen der Stadt voll Harmonien. Halt mich ganz fest, Berlin. Der Stadt bringt jede Nacht dich voll auf Tour rund um die Uhr. Ja, das ist Berlin. Die Stadt mit Esprit. Das Herz Fleck hast du, Berlin, Berlin. Von jedem anderen Ort zieht es mich immer fort zu dieser Stadt. Giovanni, ich weiß, dir gefällt das auch. Ja. Hat ihr schon sehr mitgesungen, ganz genau. In die Stadt, weil ich dich zum Leben brauche. Genau, so sieht's aus. 23.18 Uhr, Männer. Wow. Es wird wow. lang. Ist es bald wird so langsam. Ja. Und wir haben ja gesagt, willkommen 2021.zdf.de. Sie melden sich an, wir schalten zu Ihnen nach Hause und natürlich wollen wir Wort halten. Und jetzt mal gucken, wie es bei Melanie Emmerich aussieht. Melanie Emmerich. Und Mann, oh, da unten links. Oh, oh wow. Und, oh Gott, das ist kein Ende. Wie viel seid ihr denn da, Melanie? Wie viel seid ihr? Mal eins, zwei, drei, fünf Kinder. Fünf Kinder. Fünf Kinder, Mama und Papa. Der Trend geht echt zu fünf Kindern. Guckt ihr das mal? Ja, ja. Also das ist ja wirklich. Wo treffen wir euch an, Melanie? Wir sind bei uns daheim, in Waldshut, in unserem Wohnzimmer. Wir schauen in die Schweiz. Ja. Oh, ja, okay, auf der anderen Seite ist die Schweiz, ganz genau. Und habt ihr Spaß heute Abend bei uns? Ja! Sagt uns noch, wie ihr heißt. Wie heißen die Kinder? Ich heiße Clara. Clara? Ich heiße Jonathan. Jonathan? Und ich heiße Marlena. Schnulli raus. Und der ist Fridolin. Fridolin und? Paula. Und die Paula. Und guck mal, das ist Giovanni und das ist Johannes. Hallo. Und Ivi. Ja. Das ist schön, euch zu sehen. Also die tolle Kids, Familie. Die Kids sind noch wach. Wie habt ihr denn den Abend bisher verbracht? Ihr habt bei uns zugeschaut, aber es gab bestimmt auch lecker zu essen, oder? Genau, wir haben das erste Mal Pizza im Raclette-Geschirr gemacht. In den Raclette super. Ist eine grande, grande Idee. Perfetto. Molto bene. Sehr gut. Pizza ist immer gut. Aber im Raclette. Ja, ne? Sag mal, und wenn ich, Melanie, wenn ich an meine Kindheit mich erinnere oder versuche zu erinnern, wir mussten immer Mittagsschlaf machen. Wie haben das eure gemacht? Mussten die auch ruhen, damit sie bis Mitternacht wach bleiben dürfen? Der Kleine, der hat im Auto vorne geschlafen, ist eine Runde gefahren und die anderen sind tapfer wach seit heute Morgen. Okay, wow. Macht ihr ganz toll. Das wird dann sicherlich eine gute Nacht und morgen wird ein bisschen länger geschlafen. Auch für euch, auch für Familie Emmerich in Waldshut, alles, alles Gute fürs neue Jahr. Schön, dass wir Gelegenheit hatten, kurz mit euch zu sprechen. Ciao, dann winkt alle noch in die Kamera. Tschüss. So eine schöne Familie. Ciao. Ciao, Bambini. Dann haben wir ganz am Anfang der Sendung schon zwei junge Frauen, die haben sich als Cheerleaderinnen verkleidet. Ja. Die heißen, haben wir mittlerweile erfahren, Mandy und Tine. Hier sind sie, guck mal, da links auf dem Monitor. Stimmt. Mandy und Tine. Hey, Girls!
Giovanni ist schockverliebt und wir wollen hören, habt ihr die ganze Zeit mitgetanzt oder immer nur bei vereinzelten Songs? Aber ihr müsst das Mikro noch einschalten, entmuten sozusagen. Ja. Jetzt wird's ernst. Nochmal? Habt ihr mit? Aber ihr richtig, habt mitgesungen, mitgefeiert. Schau mal, und richtig in Schale wenn geworfen Sie, haben. Sehen die aus? Wenn Sie jetzt hören wir euch. Ja, hey jetzt. Girls. Hey. Giovanni. Ganz süß. Okay. Wie habt ihr den Abend bisher verbracht? Tanzend, klar. Und sonst? Hören Sie leider nicht, ist blöd. Also, Giovanni, das ist das Spiel, haben wir für dich vorbereitet. Es geht um von den Lippen ablesen. Was haben Sie gesagt? Okay. Wir haben gesagt, Sie haben bei allen Songs mitgetanzt. Am meisten Spaß hat es gemacht bei Jürgen Drews und Giovanni Zarella bisher. Genau. Stimmt's? Ja, Sie nicken. Ah, so, genau so war's. Natürlich. Das liegt auch wieder daran, da sind schon wieder 7 Chats von Freunden, die sagen, wir sehen euch im Fernsehen. Ja, das kann, ach das so, kann natürlich, sein. Ja. Wir kriegen natürlich sein. Alle Nachrichten und rein von all den Freunden. Wir haben für euch auch weitere Musik vorbereitet. Also ihr werdet aus dem Tanzen so schnell nicht herauskommen. Mandy und Tine. Guten Rutsch, Mädels. Ja? Und vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao. Und natürlich können Sie sprechen. Natürlich können Sie sprechen. Irgendwo ist der Ton hängen geblieben auf der großen, langen Reise hier nach Berlin zum Brandenburger Tor. Das strahlt in diesem Jahr wie nie zuvor. Sie haben es ja während der gesamten Sendung schon mitverfolgen können. Festival of Lights, Künstlerinnen und Künstler, die das vorbereitet haben. Sehr gut. Also wir haben gesagt, du wirst Kollege im ZDF. Ja. Das ist ja jetzt nicht, also okay, dass du moderierst, aber du bist ja schon lange bei uns beim ZDF. Ja. Was wünschst du dir privat für 2021? Meine Kinder viel sehen zu können, zu sehen, wie sie weiter zu kleinen Erwachsenen werden sozusagen, nee, wie sie, was sie für Interessen haben. Wir lassen die sich austoben, wir wollen sehen, was gefällt ihnen, was macht ihnen Spaß. Meine Tochter ist mehr Richtung Musik. Ja? Ja, doch, auf jeden Fall. Sie mag es auch zu singen. Deswegen hatte ich auch gerade ein kleines Tränchen in den Augen, als Jürgen mit seiner Tochter gesungen hat, Jürgen Drews. Das fand ich sehr, sehr schön. Du, wer weiß. Du, also hier mit meiner Tochter in ein paar Jahren auf der Bühne singen, warum nicht? Das wäre schön. Nein, ich will einfach meine Kinder ganz viel sehen, meine Eltern viel sehen können, viel Zeit mit meiner Frau verbringen. Und der Rest bin ich beim ZDF. Wollte gerade sagen, ein bisschen gearbeitet wird auch. Willkommen, Giovanni Zarella. Und wir haben weitere Musik aus dem Jahr 2020. Unser Hit-Medley Part 2. Florian Weiß, auf geht's, Flo. Go!
super, großartig, klasse, klasse, klasse. Brauchen wir mal einen ganz fetten Applaus, Christian. Den fettesten, den du hast. Mach mal Olympiastadion. Dankeschön unseren Tänzerinnen und Tänzern. Super Choreografie. Dankeschön, Flo. Klasse Auswahl. Vielen Dank. Danke dir. Und es ist so eine Freude, Sie zu Hause zu sehen. Ich habe gerade die Familie gesehen, die die Feuerwehr gegrüßt hat. Ach, da geht einem das Herz auf. Das ist ja für uns schon auch ein bisschen komisch hier so. Schon ein bisschen allein. Aber wenn wir Sie sehen und wie Sie mitfeiern oder mittanzen, das ist schon was Tolles. Na, so. Dann ist es gemeinsame Party genauso, wie es gedacht war. Ja, genau. So sollte es einfach sein, ne? Sie mit uns und wir mit Ihnen und jetzt er auch noch mit uns. Nochmal spanisches Lebensgefühl am Brandenburger Tor, wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, gell, Alvaro, du lebst in Berlin und das schon eine ganze Weile. Ist richtig, ja. Ja. Kann ich alles verraten, soll ich jetzt Kiwi deine Adresse bekannt geben? Nein, oder nicht? Du darfst nicht alles verraten. Ich bleib sowieso gerade im Hotel. Ich weiß, das ist schwierig. Gut, also 677 Millionen Mal neunfach Platin ausgezeichnet. So oft wurde der Song, den wir jetzt hören, angeklickt. Riesig, riesig. Sophia, wir lieben dich. Hier ist Alvaro Soler. Danke, Kiwi. Dos juntos desde casa, ¡eh! ¡Las palmas! Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. ¡Hey! Y sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Muchas gracias.
Ich hoffe wirklich 2021. Für mich ist es ein Jahr voller Hoffnung. Es wird sehr viel Musik rauskommen. Ich hoffe, dass wir hier, wie gesagt, mit meiner Band und der ganzen Crew und viel mehr Leuten nochmal spielen dürfen. Und wenn es nicht stattfindet, dann versuchen wir es in einer anderen kreativen Art und versuchen unseren Weg in der Musik weiterzumachen, damit die Welt voller Hoffnung mit Musik im Leben bleibt. Deswegen, Dankeschön. Y la próxima canción se llama La Cintura. Vamos. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela. En la televisión, yeah. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, yeah. Acércate, oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, hoy no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, estoy bailando, bailando, hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura, mi cintura, cintura. No bajamos a la playa para así practicar. Pronto por la mañana, ya si no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Besito a besito, mi fruta de la pasión, yeah. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, yeah. Acércate, oh, vamos. Porque mi necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, estoy bailando, bailando, necesita el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí, como las olas del mar. Y ven hacia mí, que ya no puedo parar. ¡Vámonos! Oh. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. ¡Eso es! Y bajando, bajando, olvidando, olvidando. Muchas gracias, danke schön, Fares. Ein frohes Neues. Feliz Año Nuevo. Danke schön. Deutschland tanzt zu Alvaro Soler. Was für besondere Bilder aus Deutschland. Alvaro, un prospero año, komm zu uns. Und lass uns noch ein bisschen reden. Derweil gönnen wir uns den Luxus und schalten mal direkt ins Wohnzimmer eines echten Formel-1-Weltmeisters. Guten Abend, Nico Rosberg. Grüß dich, Nico. Schön, dich ja, zu sehen. Hallo. Hallo. Hallo an euch alle. Ja. Freut mich, wow, dabei zu sein. Ja, du hast dich ja richtig schick gemacht. Ja, wow. Das Smoking, Fliege, wow. Also, ist das so, ja, eine Silvester-Tradition bei euch? Oder? Ja, das ist schon Tradition. Ja, aber meine Frau ist da einfach sensationell. Auch gerade für die Kinder, dass wir das schon ernst nehmen und alle uns anziehen, auch wenn es nur ganz klein hier zu Hause ist bei uns.
Okay. Wir hatten aber trotzdem eine Kinderparty, ein paar Kinder waren hier und da haben wir den Fokus drauf gelegt. Und jetzt ist hier schon ein bisschen ist schon ein bisschen leiser geworden hier, weil alle Kinder schlafen schon. Aber okay. Trotzdem, alle schick angezogen. Ja, nee, also solange die Fliege so gerade sitzt, ist alles in Ordnung. Nico, wir treffen dich, glaube ich. Ich nehme mal meine Frau nochmal schnell rein hier. Könnt ihr auch Sehr gerne. Guck mal, da ist sie. Ja. Da ist sie. Hey. Schön, wow. Schön, euch beide gemeinsam zu sehen. Wir sehen euch in Monaco. Sind die Regeln da ein Tick anders als bei uns in Deutschland? Ein bisschen lockerer? Oder wie ist es? Nicht wirklich. Lockdown ist um 8 abends, oder? Ja, ja, genau. Deswegen können auch keine Freunde kommen, weil 8 Uhr ist halt alles dicht. Aber ja, nichtsdestotrotz, natürlich haben wir hier eine glückliche Situation. Und unsere Gedanken sind natürlich auch sehr mit allen Hilfskräften, allen Menschen in Deutschland, die wirklich eine schwierige Zeit durchmachen. Und wir wünschen allen von ganzem Herzen, dass die Situation sich ganz, ganz schnell verbessert. Natürlich. Ja, und dass wir uns sehen können, dass man sich anfassen kann, die Hand reichen kann, vielleicht sich umarmen kann. Was gibt es für Rituale bei euch zu Silvester? Habt ihr ein spezielles Essen, was es immer gibt, oder einen speziellen Ablauf? Oder sagt ihr einfach, wir lassen den Tag kommen und machen das Beste draus? Also normal gibt es zum Beispiel Fondue, Riesenfondue und dann natürlich Knaller draußen und so weiter. Das ist alles flach gefallen. Dieses Jahr gab es Pad Thai aus Thailand. Okay. und natürlich keine Knaller. Ja. Also alles ein bisschen anders dieses Jahr. Aber wir haben für die Kinder süße Cocktails gemixt. Das war ganz süß. Die haben sich immerhin total gefreut. Und ein paar Cocktails sind bei uns auch noch rausgesprungen. Wo sind sie denn hier? Also ein paar kleine Cocktails sind bei uns auch noch rausgesprungen. Ich merke, es läuft bei Familie Rostack. Sag mal, Nico, ich habe im Laufe des Jahres irgendwo mal mitbekommen, dass du gesagt hast, dass du dem Smartphone nicht mehr so eine große Rolle in deinem Leben geben willst, dass du es irgendwie verbannst und dass du nur noch einmal am Tag Nachrichten guckst. Hat das dein Leben ein bisschen verändert? Ich spreche das deshalb an, weil viele ja den Gedanken haben, dass sie eigentlich viel zu viel am Handy rumdaddeln. Ja, ich habe leider den Kampf verloren seit September und bin wieder voll süchtig. Aber wir haben gerade unsere Vorsätze aufgeschrieben, oder? Für 2021. Und da steht zum Beispiel keine digitale Welt ab 19.30 Uhr abends. Also das ist, mal sehen, ob wir das schaffen. Okay, also einen digitalen Shutdown nach 7:30, einfach um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Was habt ihr sonst für Vorsätze fürs neue Jahr? Was hast du noch? Sport haben wir noch, zum Beispiel Sport 3 bis 4 Mal die Woche, richtig konsequent. Was haben wir noch aufgeschrieben? Also Essen, gesundes Essen, was hast du noch? Achso, und dann haben wir... So niedlich, Sport, gesundes Essen. Achso, und die Vivian will... Achso, ein Kochbuch will die Vivian schreiben, können wir auch. Nur zu, ich dachte, dass Eisrezepte verraten werden. Aber gut, eins ja, nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Okay, schön, euch so guter Laune zu sehen. Ach, super. Wir schalten also nicht nur nach Deutschland privat, sondern auch nach Monaco privat zur Familie Rosberg. Danke euch beiden sehr herzlich. Macht leise weiter, damit die Kids durchpennen, und habt einen guten Abend. Kommt gut ins neue Jahr. Alles Gute auf auch für euch beide. Auf Wiedersehen, guten Rutsch. Ciao, Dankeschön. Vivian und Nico Dankeschön. Rosberg. Dankeschön. Tschüss. War auch so ein bisschen... Ja, gute Laune auch in Monaco. Ja. Alvaro, komm zu uns. Ja. Wie geht's bitte euch? Ja, danke. Ja. Gut, und ich dir auch. Ich grüße, jetzt sehen wir uns ein bisschen völlig näher. Aber völlig verrückt. Ja. Völlig so verrückte Zeit. Oh Mann, ja, dieses, da habe ich irgendwie gesagt, das mache ich nicht mehr. Nee, das machen wir jetzt nicht mehr, das ist jetzt auch vorbei. Aber schön habt ihr es hier. Bilde ich mir das ein, oder hast du heute den Auftritt ganz besonders genossen? Du hast heute so gestrahlt. Oh Mann, ey. Was ist denn? Ich habe vorher gesagt, das ist der erste Auftritt und der letzte des Jahres. Deswegen, wir haben wirklich nicht, also gar nichts gespielt. Als Band? Als Band sowieso nicht. Na? Und ich hab ein paar Sachen gemacht, aber über Instagram Live und so. Ich glaube, wie jeder am Ende. Und wir haben versucht, uns neu zu erfinden, damit man trotzdem die Musik im Leben erhält. Und ich glaube, die Musik hat auch eine sehr wichtige Rolle gespielt in der ganzen Zeit. Ja. Ich war auch in der Zeit in Spanien, als die Quarantäne war. Das war nicht so schön. War richtig streng, ja, dort, die war ne? sehr streng, mhm. ja. Und da haben wir um 8 Uhr abends, war es immer so, dass wir haben geklatscht für die Sanitäter, für die Leute im ja. Supermarkt, alle, die gearbeitet haben in der Zeit. Und wir zu Hause, dadurch, dass wir die Musiker sind sozusagen, haben einfach mein Gitarren-Amp rausgestellt oben ja. und haben Musik ganz laut angemacht und immer geklatscht für alle. Und es war ein cooler Moment. Also dann hat man wirklich gemerkt, dass die Musik einfach einen weiterbringt. Ne? Und das ist wichtig, in solchen Momenten das nochmal zu merken. Ja, ist auch gut, dass du nochmal darauf hinweist, dass es echt Leute gegeben hat, die einfach systemrelevant, wirklich systemrelevant sind, total. Die den Laden am Laufen halten und an die wir in dieser Sekunde aber besonders denken. Da merkt ihr was wirklich, also die Absurdität dieses Jahres, das übrigens gleich vorbei ist, ja. wenn Alvaro sagt, heute ist der erste und letzte Auftritt des ja, Jahres. Völlig verrückt. Alter. Aber nächstes Jahr mehr, hoffentlich. Ja, aber richtig, ja. auch für nächstes Jahr Tag. Neue Musik. Jeden alles. Tag also. Neue Musik, jeder Tag ist ein neuer Auftritt. Richtig, so. Wir lieben Anfänge. Hast du Rituale? Also
Ich meine, du lebst in Berlin, aber hast eben spanische Wurzeln, deine Freundin ist Spanierin. Trauben, Glockenschläge, whatever. Ja, Trauben. Und ich habe es vergessen dieses Jahr. Weil ich war zu jedem Glockenschlag bei Mitternacht eine Traube. Genau, es gibt genau die 12 Glockenschläge, die es gibt. Am Anfang gibt es die Cuartos, also 4-mal. Und dann ab dem 4. darf man anfangen mit. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil viele fangen schon davor an und dann meine, da gab es doch einen, mir fehlt jetzt eine Traube. Genau. Viel im Mund, ja. Es ist sehr viel am Ende, ja genau. Aber ich mach's hier mit Mandarinen oder sowas. Und man wünscht sich mit jeder Traube was oder man entlässt irgendwas? Egal, man isst. Man wünscht sich gar nichts. Man muss aufpassen, dass man nicht ertrinkt, nicht in dem Fall, aber. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass wir irgendwo im Catering unter hygienischen Großbedingungen Trauben finden. Wir werden alles gut, ich mach's was mit Mandarinen oder mit, genau. mit Peanuts. Egal, genau. Also. Pläne fürs nächste Jahr, außer viele Auftritte? Also, was ist denn mit heiraten? Ich hab, die nächste Single, die kommt im März vielleicht. Aber danke für die Frage. Nein, ich hab auf jeden Fall neue Songs geplant. Gut. Hoffentlich kommt alles bald raus, neues Album kommt raus. Ja. Und genau, ich bin jetzt dabei, noch alles zu drehen, also bin sehr gespannt. Wir freuen uns drauf. Ich will einen Gefallen noch tun in dieser besonderen Nacht. Ich weiß, dass Sie zugucken, ich weiß gar nicht, wie alt. Ich glaube, Sydney ist inzwischen 14 und Nick ist 12. Ja. Die wohnen in der Nähe von Mainz, das sind die Kinder einer Kollegin von uns, einer Freundin, die mich gefragt hat, wer tritt denn alles auf? Alvaro Soler. Habe ich vorher gehört, hast du gesagt, ja. Guck mal, einmal winken für die beiden. Sydney und wer? Nick und Sydney. Ah, Nick und Sydney. Okay. Ich sollte ein Video machen, aber ich kann dir gar nicht so nahe kommen. Dann machen wir so ein Video. Nick, wo ist die Kamera eigentlich? Da wo es rum. Hallo Nick und Sydney. Ich wünsche euch alles Gute wirklich für nächstes Jahr 2021. Feliz Año Nuevo und nos vemos muy pronto. Besito. Okay, toll. Also man wird sich sehen und ein Küsschen hinten. Alvaro, vielen herzlichen Dank. Schön, dich hier zu haben. Dankeschön. Einladung fürs nächste Silvesterfest. Freue mich, euch zu sehen. Möglicherweise mit ein paar Menschen hier. Und der Hit, den die Band Karat, die jetzt zu uns gekommen ist, 1982 schon veröffentlicht hat, der war richtig weitsichtig. Der blaue Planet, eine der großen deutschen Bands. Willkommen am Brandenburger Tor, Karat.
Der blaue Planet, Karat. Ehrlicherweise war das schon immer mein etwas lieberes Lied als das Lied, was jetzt kommt. Das war immer mein Favorit, der blaue Planet. Und gleich geht's weiter mit einem der größten deutschen Hits. Im letzten Jahr haben wir hier 30 Jahre deutsche Einheit gefeiert. Vorher gucken wir noch einmal nach Deutschland und lernen Lukas und Steffen kennen. Haben die Kollegen uns gesagt, hallo Lukas, hallo, hallo. Steffen. Oh, bei euch ist Stefan, entschuldige bitte. Wer ist denn wer? Achso, dann ist das Stefan und das Lukas. Gut. Genau. Ich okay. bin der Lukas und das ist der Stefan. Stefan, genau. Okay, und wie feiert ihr, mit wem feiert ihr, was war euer Ablauf des Abends? Also wir feiern heute ganz klein im Kreis, sondern sonst immer ganz groß mit meiner Schwester, die im Hintergrund sitzt mit ihrem Freund. Und wer ist der Oberkellner da hinten oder ist das ein Pappaufsteller? Das ist der Elton John. Ich bin seit über 10 Jahren Elton John, vielleicht 51 Konzerte. Elton John, das habe ich gar nicht erkannt. Und das ist Elton John, das ist kein Oberkellner, ja? Ihr feiert mit Elton John Silvester, das läuft bei euch, das Männer. Das kann auch nicht jeder sein. Seid ihr Gardisten? Also seid ihr im Karneval tätig oder ist das einfach eine Verkleidung für heute Abend? Okay. Sehr gut. Seit 15 Jahren. Okay, wow. Und 2020 ist für euch ein ganz besonderes Jahr, weil, ich sage es mal mit aller Zurückhaltung, ich habe gehört, ihr feiert zum ersten Mal in dieser Konstellation. Ja, genau. Ein Hoch auf die Liebe, lass es Liebe sein. Da haben sich zwei gefunden, wunderbar. Siehst du, 2020 hat eben doch auch tolle Sachen gehabt. Oh ja. Ja, genau. Das hat André, sagt ihr? Ganz kurz. Für dich. Ich merke, ihr seid... Oder für euch, Johannes, Kiwi, wie auch immer. Ihr seid vorbereitet. Lukas, genau. Steffen, habt eine gute Zeit. Es ist 23.49 Uhr. Lange ist nicht mehr bis zum neuen Jahr. Selten gut, hat ein gut rein, neues Männer, viele Jahr. Grüße an die Familie, gell? Machen wir. Bleibt gesund. Ciao. Bleibt ciao. Und denkt dran, mit dem zweiten küsst man besser. Ja. Ja, das war die Aufforderung. Und jetzt, ich habe es ja eben schon gesagt, einer der größten deutschen Hits aller Zeiten. Ja, von dieser Band ist das Original. Karat über sieben Brücken. Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am was
eine Hymne. Nein, das ist das Mindeste, was man sagen kann. Karat. Vielen, vielen Dank, Karat. Guten Rutsch, Männer. Alles Gute für 2021. Dankeschön. Und dann nutzen wir, ciao, dann nutzen wir die Gelegenheit und schalten zu einem Kollegen, der zumindest mich modisch sofort ins Abseits stellt. Ich sehe, dass er in Vorbereitung auf diese Silvestersendung die großen Lockenwickler verwendet hat. Der Mann, der den Polunder salonfähig gemacht hat, Olaf Schubert. Guten Abend, Olaf. Hallo, guten Abend. Ja, hallihallo. Guten Morgen. Mensch. Ja, guten Morgen ist es ja bald. Lange ist nicht mehr hin. Guten Abend. Paar Minuten noch. Was geht bei dir, Silvester? Ein Superstar wie du unter Champagner wird es nicht ablaufen, oder? Nein, ganz klassisch das Champagnerbad. Aber das ist natürlich nicht so leicht. Ich musste erstmal die Kinder ins Bett bringen, dann habe ich die Frau ins Bett gebracht, dann habe ich die anderen Frauen ins Bett gebracht. Und das Champagnerbad ist natürlich ein bisschen oldschool. Ich habe jetzt mittlerweile eher so gepimpt, so Wodka-Bad, Gin-Tonic-Bad, richtig mit Gurke, Limette, Sauerkraut, Tee, Kartoffeln. Also eigentlich ist es eher so ein Eintopf, sage ich mal. Ja, ein Silvester-Eintopf. Du hast dich schick gemacht, ja. Ich sehe das, also wirklich außergewöhnliche Klamotte ausgewählt für heute Abend. Was sind sonst Traditionen im Hause Schubert? Wie verbringt ihr Silvester? Also wenn du die Frauen verbracht hast. Ja, klassisch, sage ich mal. Ja, also eigentlich, natürlich, das Böllerverbot macht es natürlich nicht leichter, aber wer will das kontrollieren? Ja? Also wenn ich jetzt hier mal zwei, drei Raketen zünde, heimlich in der Wohnung, dann kriegt das ja keiner mit, solange die Fenster geschlossen sind. Das ist ja auch besser für die Umwelt, wenn dann der Feinstaub, sage ich mal, drinnen in der Bude bleibt. Also uns fehlt hier an nichts. Und wenn du 2020 noch mal Revue passieren lässt, was möchtest du dem alten Jahr noch hinterher schicken, noch mit auf den Weg geben? Naja, also es war zumindest mal aufregend, das muss man sagen, oder? Es war mal irgendwie anders. Normalerweise hat man ja am 1. Januar schon vergessen, was im Jahr vorher so stattfand. Dieses Jahr schon irgendwie war spektakulär. Ne? Also so Lockdown oder habe ich vorher nie gehört, wusste gar nicht, dass es das gibt. Und familiär interessant, man ist den Kindern mal näher gekommen, sei es jetzt nur mit der flachen Hand beim Homeschooling, aber ist jetzt auch gut, dass das Jahr beiseite tritt. Also wenn es nicht freiwillig gehen würde, muss ich sagen, dann hätte ich es heimlich geschubst von hinten. Danke, Olaf, danke, danke, danke. Wichtiger Hinweis. Ja, ja, und hast du schon so eine Art Motto für 2021 oder Dinge, die du dir wünschst, die du dir vorstellst, die auf jeden Fall passieren sollen? Ja, natürlich. Also da halte ich es also dann schon mit meiner Großmutter. Was hat sie gesagt? Wenn es wie jetzt ist, wenn einem die Kacke bis zum Hals steht, dann, was darf man nicht tun? Den Kopf hängen lassen. dann immer versuchen, den Kopf drüber zu halten. Ja, unbedingt. Eine Handbreit Kiel unter dem Jota oder wie, so ähnlich wie das heißt. So ähnlich wie das heißt. Also ich merke, ihr habt eine gute Zeit. Die Mädels schlafen, haben wir gelernt, die Kinder im Bett. Und jetzt geht Olaf Schubert gemächlich ins neue Jahr. Für dich zur Information. Drei Minuten und sieben Sekunden sind es. Liebe Grüße an die Gurke. Dankeschön, lieber Olaf. Rutsch gut rein. Ciao. Danke, Salut, danke. Einen elastischen Glitch ebenfalls. Und dann grüßen wir noch mal all die Menschen, die uns zuschauen. Oh, guck mal, was da hinten los ist. Ah. Winkt dem alten Jahr doch noch mal hinterher. Mal tschüss, wegwinken. Familie wegwinken. Braun, Familie Heimann, Familie Kuhn, Familie Geblein, wie sie alle heißen. Ja. Und immer noch bester Laune sind. Und jetzt toll. Adieu 2020 sagen. Wir sagen bye bye und tschüss und adieu, aber auf keinen Fall auf Wiedersehen. Aber schau mal, solange man das so sieht, solange wir zu Gast sein dürfen, ist doch alles gut. Ja, also alles gut ist viel gesagt, aber viel ist besser als man. Ja. Du hast ja zu Recht auch gesagt, auch in diesem Jahr haben Menschen geheiratet, sind Kinder geboren, haben sich Menschen verliebt, so wie wir eben gesehen haben. Für manchen ist 2020 auch ein positives Jahr. Absolut. Und wir wünschen, dass alle gesund bleiben und dass die, die nicht gesund sind, möglichst schnell gesund werden. Und unbedingt an dieser Stelle, wir müssen noch mal, also ich zumindest würde sagen, wirklich danke für die, die sich da aufräufeln und Tag und Nacht da sind. Man kann das gar nicht genug wertschätzen. Naja. Und ich finde, da ist ein Applaus vom Balkon viel zu wenig. Die sind wirklich systemrelevant. Die Supermarktverkäuferinnen und Verkäufer, die Feuerwehrleute, die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger und die Künstlerinnen und Künstler, die jetzt mit uns auf die Bühne gekommen sind, die Höhner und Karat und viele andere und Tänzerinnen auch.
alles mit ein bisschen Abstand in diesem Jahr, außer den Menschen, die sowieso in einer Blase miteinander leben. Und jetzt sind es wirklich nur noch wenige Sekunden, nämlich 1 Minute und 20 Sekunden. Und um Mitternacht werden wir hier ein ganz spezielles Lichtspektakel erleben am Brandenburger Tor. Wir werden es sehen wie nie zuvor. Wir werden Ludwig van Beethoven hören. Vielleicht kann man das an der Stelle auch noch mal sagen. Beethoven 19 mit der Ode an die Freude ja, Feier, das Jubiläumsjahr. Es wäre das Jubiläumsjahr viel größer geplant gewesen. Lass uns einmal Danke sagen dem ZDF, dass wir tatsächlich diese Show unter besonderen Umständen gemacht haben. Ich freue mich. Danke dir, Andrea. Danke allen, die hier mitgemacht haben. Natürlich geht es nach 0 Uhr munter und sehr stimmungsvoll auch live hier in Berlin weiter. Und jetzt kommt gleich der Countdown dieses außergewöhnlichen Jahres. Ja. Winken wir den Fans gar nicht. Einfach nur hinterher. Weg. Ja, weg damit. Gut. Und möge das Neue besser, gesünder und lebensfroher sein. Der Mond ist rausgekommen. Deutschland macht sich bereit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Am Rhein. Mein Reich ist eine Brücke, die führt ins Glück hinein. Das Schloss ist nicht so groß, symbolisch eben nur ein
geschwur, der unsere beiden Namen trägt und diese Verse hier. Schenk mir heute Nacht dein ganzes Herz und bleib bei mir. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige dir, was dir gefällt. Herz und bleib bei mir. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige dir, was dir gefällt. Eine Sekunde. Ja. Kleine, tolle, große Männer, das ist der Trend der Zeit. Handball ist der Sport für Kenner, jederzeit zum Wurf bereit. Irgendwann fängt es an und auf einmal läuft das Spiel. Freier Fall und der Ball landet unhaltbar im Ziel. Ist das nicht wunderbar? So werden wunderbar. Es wird Zeit, komm, wir nehmen das Glück. Wenn ich jetzt, wann dann? Wenn ich dir, sag mir wo und wann? Wenn ich dir, wer sonst? Es wird Zeit, komm, wir nehmen das Glück in die Hand. Die Höhner! Happy New Year! Alles Gute im neuen Jahr! Vielen, vielen Dank! Also wenn ihr das neue Jahr beginnt, kann es nur ein gutes werden. Oder? Dankeschön und alles Gute für Hannes. Vielen, vielen Dank. Ganz genau. Man kann schon fast sagen, einer geht, ein Bassist geht und ein anderer kommt. Und wir haben jetzt eine ganz exklusive musikalische Sneak Preview im ZDF. 2021. Ja, endlich! Alles Gute im neuen Jahr. Wünsche ich dir auch. Alles Gute. Das würde ich gern drücken, ist nicht. Ja, ja. Das machen wir schon irgendwann nochmal. Und wir wünschen unseren Zuschauern natürlich, dass sie gesund bleiben, dass
das Wichtigste, gell? Absolut, gesund bleiben oder im schlechten Fall gesund werden, schnell wieder gesund werden. Genau. Und dass wir den Respekt vor den Menschen, die uns den Laden zusammengehalten haben in 2020, nicht jetzt auf einmal verlieren, nur weil eine andere Zahl dran klebt. Sowieso gar nicht, das ist alles noch längst nicht vorbei. Aber danke auch, dass Sie sich heute Abend für uns entschieden haben. Ist einfach, hat Spaß gemacht. Ja, unter all diesen Umständen war es gut. Es war besonders, ja, vielleicht besonders. Können wir das festhalten. Gut. Aber gut. Besonders passt auch zu dem, was jetzt musikalisch kommt. Denn jetzt kommt Giovanni Zarrella, der für sein neues Album die größten deutschen Hits einfach ins Italienische übersetzt hat und herausgekommen ist, ein Mega-Album, das im April rauskommt, das man jetzt schon bestellen kann, schon in diesen ganzen Vorcharts, was es da alles gibt, auf vordersten Plätzen und auf allervordersten Plätzen ist. Ciao, so heißt das Album, aber er sagt nicht Ciao, er sagt, da bin ich, ne, endlich. Ciao ist im Italienischen, heißt ja Hallo und Tschüss. Also insofern ist es für diesen Jahreswechsel genau das Richtige. Gut, es erscheint, wie wir gesagt haben, im Frühjahr. Giovanni, herzlich willkommen im ZDF. Kollege, da Grazie. Bist du endlich. Gut, und wir hören jetzt zwei Lieder aus dem neuen Album. Es wird italienisch das Jahr 2021. Jetzt mit Giovanni Zarrella. Sì, grazie, vielen Dank. Ciao und auf Wiedersehen 2020 und ciao und hallo 2021. Wie Andrea und Johannes gerade schon gesagt haben, dieses Album ist jetzt vorbestellbar. Vielen Dank für den Support. Bleibt gesund, bleibt glücklich auf ein wundervolles 2021. Euch allen und euren Familien, auf dass es unvergesslich wird. Und wir machen noch ein bisschen Musik. Hier ist der zweite Track aus dem neuen Album. Hier ist Basta, Basta. Giovanni Zarrella, basta, basta. Danke, grazie, Giovanni, mille. Danke. Vielen Liebe Dank. Grüße an Giannaina und an die Eltern. Gutes Neues. Ja, danke schön. Danke. Glück und Gesundheit zu Hause. Ciao. Ciao. Ciao und basta. So sieht's aus. So ist es. So ist es hier am Fuße des Brandenburger Tors. Willkommen 2021. Da ist das neue Jahr. Möge es uns auch Gutes, auch Glückliches und in der unbedingt Hauptsache Glück bringen und Liebe. Und Gesundes bringen. Ja, 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 ja. So sieht's aus. Im ZDF geht es gleich nach einem kurzen Heute-Express weiter mit der Kultnacht. Das lieben die Leute, da wird dann nochmal richtig getanzt. So 70er-Jahre-Schlager, ne? Richtig, ja, ja. So Genghis Khan und so die ganzen Anfänger. Aber vorher, wir haben Spanisch begonnen, weil... Ja, 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 sag jetzt nichts. Sag jetzt einfach nichts. Lass es uns sachlich zu Ende bringen. Gut. Wir beenden es spanisch, aber es ist ja nur ein Anfang des Jahres. Ganz genau. Ja. Und wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß mit uns hier am Brandenburger Tor. Wir danken uns beim Team, bei allen Kolleginnen und Kollegen habt ihr toll gemacht. Ja. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Flo und Christian. Und dann gucken, was es bringt, das neue Jahr. Halten wir zusammen und hören wir Marquez. Vayamos, compañeros. Auf geht's, Männer. Dankeschön. Ciao. Vielen, vielen Dank. Frohes neues Jahr. Wünschen wir euch allen da zu Hause von den Fernsehgeräten und tatsächlich, es fühlt sich ganz komisch an ohne euch hier im Publikum, deswegen wünschen wir euch ganz viel Gesundheit, werdet gesund, bleibt gesund und auf dass wir bald wieder alle zusammen auf diesen großen Plätzen feiern können. Deswegen ist der Song jetzt für euch, er heißt Pista de Baile, vámonos! Y siguiendo solo un baile, voy a Cartagena. Yo canto candela, baila que baila. Yo canto la vida, así mueve la cadera. Un momento mágico, cuando todo el mundo está bailando. Solo un momento mágico, cuando todo el mundo bailando. Sigo volando, como locos volando, y el mundo lo cambiaré en una pista de baile. Sigo bailando, como locos bailando, y el mundo lo cambiaré en una pista de baile. Como una estrella y sentir la arena. Yo canto candela y tú baila que baila. Yo canto la vida, así mueve.
rico cuando todo el mundo está bailando. Sigo volando, como locos volando, y el mundo lo cambiaré en una pista de baile. Sigo bailando, como locos bailando, y el mundo lo cambiaré en una pista de baile. Nach Hause!